whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. This kid is a new number one driver. Moin Moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Wir sind heute bei Race League Esports wieder am Start hier in der Liga 1 in Spa. Das siebte Rennen in dieser Season sind also ja ungefähr bei der Hälfte. 15 Rennen haben wir ja insgesamt, also sind so ungefähr ja bei der Mitte der Season unterwegs. Im Hintergrund läuft schon das Qualifying. Viertelstunde haben wir da noch. Die ersten Minuten sind schon verstrichen. Ein paar erste Zeiten haben wir auch. 19 Fahrer heute mit dabei. Auf jeden Fall auch der ein oder andere, der eine Gesamtwertung mit vorne mitspielt. Also wird weiter spannend bleiben, an der einen oder anderen Stelle zumindest. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die Strecke, schauen mal durch, ja, wer heute dabei ist und wer heute ein paar Punkte mitnehmen kann. Moin Tobi, danke für den 13. Monat und Julie, Kuku, Bonjour, schön, dass ihr auch da seid. Hier seht ihr es, 19 Autos, die ersten Zeiten sehen wir schon mit Jan-Philipp Nürnberger gerade mit einer 2 Minuten 18,1, also der Führende der Gesamtwertung auch hier. Ganz gut dabei im Moment auf jeden Fall, aber ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen durch. Max Ohninger sehen wir hier gerade für Mosquito Motorsport mit der Nummer 11 ist er am Start hier aktuell auf der 7. Die ersten Runden erst absolviert, also hier wird noch einiges an Zeit gehen, würde ich mal sagen. Viertelstunde noch Zeit auf dieser sehr, sehr schönen und beliebten Strecke, würde ich mal sagen. Hier gerade jetzt im zweiten Sektor unterwegs. Hier runter zur langen Rechtskurve hier bergab. Sehr, sehr interessante Stelle, würde ich sagen, auch fürs Rennen. Wenn man sich da mal vertut, dann wird es mal gerne brenzlig. Aber wie gesagt, hier noch sehr früh im Qualifying. Da werden wir auch viele, viele niedrigere Zeiten sehen. Hier Ohninger hat auch schon wieder eine halbe Sekunde am Start, da aus der No-Name-Kurve heraus. Ja, wird die Runde gerne mal ungültig. Dann die Fouhon-Kurve doppel-links hier. Da auch kurz anbremsen und geht schon wieder Vollgas raus hier. Da braucht man den ganzen Grip, die ganze Aerodynamik. Und da kann man sehr, sehr viel Zeit gewinnen oder verlieren hier. Gucken wir mal 0,6 Sekunden. Wir gehen weiter zu Philipp König. Moin Marco. Philipp König. Der fährt hier den AMG von CF Racing Team, hat die Nummer 12, Strecke auch nur auf schnell in Anführungsstrichen, aber 17er Zeiten scheinen wohl trotzdem möglich zu sein hier beim einen oder anderen. Nürnberger sehen wir schon wieder 3/10, also da wird es, wenn er das nach Hause bringt, hier eine 17er Zeit geben. Philipp König hier leider gerade mit einer ungültigen Zeit, beziehungsweise hat noch gar keine Zeit, diese Runde wird auch nicht gewertet werden, also der kann hier nochmal seine Reifen ein bisschen warm fahren und dann vielleicht den nächsten Versuch starten. Dr. Moin, Ben Utzer, den sehen wir hier, das ist ein Pilot von Apollo Motorsport mit der Nummer 23 und da ein bisschen weit rausgekommen, aber ich glaube, der wollte ohnehin in die Box, wie es aussieht. Ben Utzer hier mit 2,8 Sekunden, nee, möchte doch nicht in die Box oder doch, man weiß es nicht genau. Nürnberger derweil mit der 2,17,8 auf die weiterhin erste Position gerückt, insgesamt schon 9/10 Vorsprung, also der hat da schon mal eine sehr, sehr gute Benchmark gesetzt. Mal gucken, ob er sich heute wieder einen Sieg holen kann. Der hat tatsächlich von den letzten 6 Rennen 5 gewonnen. Platz 2 müsste das gewesen sein in Kialami, war das dritte Rennen, sehe ich gerade. Ja, 402 Punkte insgesamt. Schauen wir uns nachher nochmal die Gesamtwertung an. Gibt ja 2 Streicher, die auch schon rausgerechnet sind. Daher, ein bisschen weniger Punkte, als man insgesamt gesammelt hat hier. Aber hier auf jeden Fall einer der dominanten Piloten in dieser Liga. So, dann haben wir den Lukas hier im Aston Martin CF Racing Team. Sehen wir hier mit der 25, gerade Richtung Urush und Radion. Jagt er hier hoch. Mal gucken. Diese Runde bis jetzt auf jeden Fall gültig. Auch da holt man sich ganz schnell mal einen Cut, wenn man zu weit rausrutscht. Im Zweikampf, wenn man da mal daneben ist, dann kriegt man die Kurve ja auch nicht so dolle. Und da holt man sich mal einen Cut. Und vielleicht nimmt man den mal in Kauf, wenn man dann wenigstens vorbeikommt hier am Ende der Chemist Rate. Schauen wir mal, plus minus null, immer noch 4,1 Sekunde. Ja, zur Spitze. Da ein paar Meter weiter davor, Marcel Lang, Club Racing, im BMW M4 unterwegs. Auch der noch keine Zeit gesetzt, genauso wie Christian Brandl auf der 17. Der steht auch noch in der Box. Sehen wir hier ohne Zeit noch mal gucken. Diese Runde werden wir auch leider keine bekommen. Ja, langsam muss er mal zusehen, dass er vielleicht eine Zeit setzt. Wir sehen es, Hälfte des Qualifyings schon gleich rum und er leider noch keine gültige Zeit gesetzt. Hoffen natürlich, dass er das noch hinbekommt. So, ihr sehr weit draußen Richtung letzten Abschnitt. Gerade Julian Kunkel, Most Wanted im Porsche. Ja, kann man sehr schön Schwung rausholen. Da kann man nicht Vollgas hier rausfahren Richtung Blanchiment und der letzten Schikane. Eine halbe Sekunde hat er noch dabei. Und 0,9 wären es dann in Summe auf die Spitze. Wäre also Richtung Top 5 unterwegs. Pierre Meyer inzwischen auf die 2 gegangen. Ja, 7/10 immerhin dran. Aber trotzdem noch ein ganzes Stück weg da von der Pole Position. Könnte vielleicht für Nürnberger ein relativ einsames Rennen werden. Heute ein paar Absagen gab es ja. Sind knapp 30 Autos, glaube ich, für Liga 1 insgesamt angemeldet. Heute 19 mit von der Partie hier beim siebten Rennen von 15. Jürgen Kunkel jetzt auf die 6. Position erstmal gesprungen. Also knapp hier an der 1-Sekunde-Marke dran.
Moin Fabi und Tom, moin. 231 wird angefeuert, der Nürnberger, ja, kommen wir gleich noch hin. Lukas Santa gerade in die Box rein, hier mit dem, ja, Ferrari, mit dem noch etwas älteren Duell, Modell natürlich in Anführungsstrichen, kommt gerade hier in die Box rein, holt sich alle nochmal frische Reifen. Im Moment reizt hier ziemlich für die Mitte fürs Feld, die 10. Position hat er sich bis jetzt geholt. Der aktuell, ja, Zweitplatzierte immer noch, Pierre Meyer steht in der Box, der fährt hier den 35er Audi für Garage Bochum. Schauen wir mal. Pierre Meyer, da lief es, glaube ich, bisher noch gar nicht so gut in der Season. Ja, in den letzten 6 Rennen, ja, einzig mitgefahren, 3 DNFs, dafür 2-mal Dritter geworden. Also entweder Hopp oder Top sozusagen. Gucken wir mal, ob es heute wieder Top wird. Dann gehen wir weiter zu Thomas Weinzettel. Das ist der 62er AMG auf der 8. Position. Eine Sekunde auch eher Rückstand nach ganz vorne. Respektive, ja, so ungefähr 13. gerade mal auf die 2. Position. Das wird vielleicht eher das Ziel sein hier. Auch für den Ratisbona Racing Club. Piloten gerade in der Doppel-Links unterwegs hier. Gucken wir mal, plus minus 0 weiterhin. Aber da ist es dann doch relativ eng in der Gegend. Also wenn man Nürnberger ein bisschen rausrechnet, da haben wir auf jeden Fall einige, die da ums Podium, ja, vielleicht heute kämpfen. Dann haben wir Stefan Krehling, den sehen wir hier auf der aktuell 12, kommt gerade frisch aus der Box, Mosquito Motorsport mit der 68, auch gerade in der Doppel-Links am Gange. Gucken wir mal hier, ja, Reifen ein bisschen warm fahren erstmal. Dann haben wir Philipp Noack, der hat sich auch ganz gut gemausert, muss man sagen. Podium noch gar nicht dabei gewesen in den letzten 6 Rennen, aber immer mit vorne dabei, so Top 10, Top 5, also der ist weiter in der Gesamtwertung. 62 Punkte hat der Rückstand da auf Jan-Philipp Nürnberger, aber hat da so 2, 3, 4 direkte Verfolger in der Gesamtwertung. Also da ist es noch sehr, sehr wichtig, sich da weiter Punkte zu holen im Laufe der Season. Ja, im Moment hier plus minus 0, beziehungsweise ungültig, muss man sagen, aber auch da nur 2 Tausendstel hinter Thomas Weinz Zettel und auch dann Ohlinger nicht weit weg, Kunkel nicht weit weg. Also, da ist noch einiges drin, würde ich mal sagen. Matze, moin. Oliver Gehler sehen wir dann hier mit der Nummer 70. Mosquito Motorsport nochmal. Der BMW auf der 5. Dabei wird es auch diese Runde bleiben. Kann jetzt nochmal auf eine Runde gehen. Ja, 3 Runden, 4 Runden hat er noch Zeit. Also noch nicht die Messe gelesen. Aber wir sehen es. Sehr, sehr viele gerade relativ frisch aus der Box. Wenig, die da wirklich ein grünes Delta dabei haben. Ben Utzer auf der 15. Oliver Gehler sehen wir jetzt hier aus La Source raus. Ab da geht es Vollgas dann den ganzen ersten Abschnitt hier. Bisschen ähnlich wie, ja, Watkins Glen. Auch da die erste Kurve wichtig. Und dann geht es hier komplett Vollgas den Berg hinauf auf die Camel Straight, wo wir heute sehr, sehr schöne, ja, Windschatten-Duelle sehen werden, denke ich mal. Christian Brandl sehen wir hier in der Box. Noch keine Zeit gesetzt. Weiß gar nicht, ob er vielleicht auch nicht rausfahren darf. Sehen wir hier für CB Sport auf der 17, der 91er BMW. Guck mal, der ist auch noch gar nicht draußen gewesen. Also mal gucken, ob er dann von hinten starten muss heute. So, Marc Wittmann haben wir dann auch noch aus der Box kommend. Muss mal gucken, dass er ein bisschen freie Fahrt bekommt. Davor noch ein Audi. Marc Wittmann hier mit der 95. Da gucke ich mal kurz, wo ist in der Gesamtwertung. Genau, auf der 3. Position. Gleich zeitgleich, sei schon punktgleich mit Thomas Weinzettel. Beide 338 Punkte und damit 2 Punkte hinter Philipp Noack, den wir eben schon gesehen haben. Also da 2, 3, 4, 5 ist es sehr, sehr eng, so ungefähr zur Mitte der Season. Da ist also noch, ja, einiges zu holen, sage ich mal. Jan-Philipp Nürnberger vorne doch schon, ja, so ein bisschen weggezogen durch seine ganzen Siege. Dann haben wir nochmal Mosquito Motorsport mit Martin Kraus, ebenfalls im AMG, die 110. Der spielt ja auf jeden Fall mal mit, wenn es ums Podium geht, wenn Nürnberger schon wieder so ein paar Hundertstel gefunden hat anscheinend. Ja, aber die 17er Zeit scheint da wohl nur Nürnberger vorbehalten zu sein. Alle anderen fahren da maximal mittlere 18er Zeitstrecke immer noch auf schnell. Also da muss man mal gespannt sein, ob das vielleicht, ja, gegen Ende des Qualifyings nochmal, ja, auf optimal geht. Da muss man natürlich einen, ja, guten Spot finden oder richtigen Zeitpunkt finden, um da, ja, nochmal rauszufahren. So, ich muss mal ein bisschen heller machen. So, passt. Ja, da hat man natürlich die besten Möglichkeiten, wenn man sehr, sehr spät dann über die Linie kommt und nochmal, ja, die besten Bedingungen abgreift. Dann haben wir Thomas Lehmann, ST Racing, auf der 11. Position. Diese Runde leider schon ungültig. Da wird wohl wahrscheinlich was in der Eau Rouge passiert sein. Sonst kann man sich da eigentlich wenig Cuts holen im ersten Abschnitt. Also eher hier tatsächlich gerade zeitgleich mit Lukas Hunter auf der 10. Also so eng ist es da tatsächlich. Dann haben wir nochmal 13. exakt zu Philipp Noack auf der 9. Der aber, wie gesagt, war mit einer kleinen Verbesserung nochmal viele, viele Positionen gut machen können. So, da ist er. Da ist der Hübner Race Technology E-Sports Pilot im AMG Jan-Philipp Nürnberger, der Führende der Gesamtwertung. 5 Siege hat er sich geholt, stand immer auf dem Podium. Auch hier und da mal die schnellste Runde wohl geholt, wenn ich es richtig interpretiere. Also wenn der, ja, nicht so viel anbrennen lässt, den
nächsten Rennen oder so viel falsch macht, dann wird da nichts mehr anbrennen für den Gesamtsieg hier in Liga 1. Und ja, schauen wir mal, diese Runde wird auch keine Verbesserung geben. Ich denke, er wird es gelassen nehmen, wird da merken, da kommt aktuell so keiner wirklich ran. Auch hier an den Deltas sehen wir es, da jetzt keiner, der ihm da wirklich gefährlich wird. Pierre Meyer, Philipp Witzmann, gerade auch auf ungültigen Runden unterwegs. Dahinter, ja, wenn es hochkommt, 3/4 Zehntel mal Verbesserung. Aber das reicht ja bei weitem nicht, um ihn da mal gefährlich zu werden. Dann haben wir Philipp Witzmann, der hier auf dem BMW fährt mit der 390 into the Wall Racing. Na, schauen wir mal, ob er das heute hier umsetzt. Wahrscheinlich nicht, denke mal nicht. Drücken wir natürlich die Daumen, dass das die eine Stunde, die wir nachher fahren, alles gut gehen wird, ohne Karambolagen. Hier natürlich Rouge-Radignon, erste Runde, aber auch dahinter nach der Chemistry, die Kurvenkombination. Ja, wird es gerne mal ein bisschen eng, danach ordnet sich so langsam. Und die Schikane wird am Ende der Runde natürlich immer wieder ja, interessant werden, was Überholmanöver angeht. Immer viele, viele ja, Versuche da mal den Gegner zu überholen. So, dann haben wir auch ein Fahrzeug, Patrick Donzalas ist das hier für RS Sim Racing. Das ist hier der Schweizer mit der 777. Platz 16 im Moment. Ja, da fehlt ja, zur nächsten zwei Positionen nicht super viel, aber dann zu 13 zum Maße lang haben wir dann doch schon ja, eine etwas größere Lücke nochmal. Wittmann, der wird da vielleicht noch ein bisschen nach oben gehen. Gucken wir mal jetzt hier auf den Porsche. 0,6 Sekunden hat er bereits rausgeholt im ersten Abschnitt. Also da hat er wohl die Rouge nicht so gut bekommen oder die erste Kurve. Vielleicht da kann man auch ganz, ganz viel Zeit liegen lassen, wenn du da nicht gut rauskommst, das summiert sich auf bis Ende der Camel Straight. Sehr weit rausgekommen hier, sieht aber trotzdem noch gültig aus. Jawohl, 0,7 Sekunden. Ja, das ist viel, würde aber im Moment ja, vielleicht mal zwei Positionen bedeuten. Davor die nächsten Gegner alle auf ungültigen. Nürnberger schon wieder mit 2 Zehntel im Delta. Wir gucken da mal kurz drauf. Der ist schon im letzten Abschnitt unterwegs. Vor 3 Runden hat er die schnellste Runde gesetzt. Die letzten beiden Runden, ja, war in meiner Box. Letzte Runde 18,9 gefahren. Und jetzt könnte er hier vielleicht sogar eine 17,6 rausholen. Schauen wir mal, Vollgas geht's durch Bloschi durch und dann nochmal anbremsen für die letzte Schikane. Dann kann man nochmal alles wieder verlieren, was man sich die fast 7 Kilometer bis dahin rausgefahren hat. 0,3, 0,4 beim Anbremsen. Ja, ein bisschen spät rein. Mal gucken, ob er das auch wieder rausnehmen kann. 0,4, 0,3. Also 0,2 sollten es mindestens sein. Und da geht's mit der 17,515. Ja, weiterhin bleibt er da auf der ersten Position eine ganze Sekunde vor dem Rest des Feldes. Könnte also ein relativ einsames Rennen für ihn heute werden. Und womöglich sein, ja, 6. Sieg im 7. Rennen. Aber schauen wir mal, auch er muss erstmal die Karre heil durchbekommen. Torben, moin. Schön, dass ihr da seid. Also schon hier fleißig am Gucken. Ja, 3 Minuten haben wir noch. Strecke immer noch auf schnell. Na, gucken wir mal, ob es noch was wird. Regenwahrscheinlichkeit durchaus gegeben, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich kontrolliere aber nochmal. Ja, 25% Wolken, 10% Regen und 30% Zufälligkeit. Also ist nicht null, aber jetzt auch nicht super, super hoch. Also ich denke mal, wird eher trocken bleiben. Bin mal gespannt. Wenn nicht, dann ist es natürlich umso interessanter. Ein Boxstopp muss ja auch absolviert werden. So, jetzt geht's in die letzten Runden rein. Der eine oder andere hat nochmal ein paar Zehntel gefunden. Wir gehen mal zu Oliver Gehler rüber. Der ist hier gerade mit 2 Zehntel am Gange auf der 6. Ja, und das könnte da Richtung Platz 2 gehen. Also sieht im Moment danach aus, dass wir ganz vorne keinen Zweikampf sehen werden heute im Rennen. Aber Position 2 bis, ja, ich sag mal 9, 10, also die Top 10, dort auch relativ gut beisammen. Na, sehen, hinten finden sich vielleicht auch noch ein paar Pärchen. Schauen wir nachher mal. Aber ja, wird wahrscheinlich im Moment auf die Top 10 hinauslaufen. So, Noah, moin. Pipusters, danke für den Follow. Schöner Name. So, bleiben wir vielleicht mal drauf hier. Er ist nämlich der Nächste, der über die Linie kommt. Da kriegen wir also die nächste Zeit rein. Julian Kunkel gerade mit einer ungültigen leider. König noch, nee, es steht in der Box. Brandl, ja, keine Zeit gesetzt. Nehmen wir jetzt mal da an, dass er keine Zeit setzen darf. Vielleicht gab es irgendwie eine Strafe aus dem letzten Rennen oder so. Ja, sei es drum. Er wird von hinten dann starten. Mal gucken, was er dann im Laufe der eine Stunde nachher rausholen kann. Gehler holt die 2. Position raus und ist zumindest der erste Mal wieder, der unter einer Sekunde dran ist an Nürnberger, der leider auf einer ungültigen ist. Es wird ihm relativ egal sein. Der wird hier, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, der wird von der 1 starten heute. So, Philipp Nuok, für ihn geht es ja noch um einiges, um Position 2 unter anderem. Und der ein oder andere direkte Gegner ist noch vor ihm. Ein Herr Witzmann war da ja bei.
Wittmann meinte ich natürlich, der noch ja, auf der 14 ist, den hat er schon mal hinter sich halten können. Aber Weinzettel meinte ich, auf der 5, genau. Alle so viel mit W hier. Weinzettel, der direkt hinter ihm in der Gesamtwertung steht, ist hier auf der 5. Position, er auf der 9. Also da wird er nochmal rankommen und Potenzial ist hier auf jeden Fall mal vorhanden. Wir sind hier eine halbe Sekunde, bringt da fast mit, nicht ganz, verliert ein bisschen was, gewinnt wieder was. Ja, hin und her, aber 0,4 werden es wohl. Und da geht er jetzt auf die 2. Position. 2000 gerade mal Vorsprung vor Martin Kraus. Ah, sehr, sehr gut. Und er kann nochmal eine Runde setzen. Vielleicht hat er ja nochmal die ein oder andere Kurve, wo er was rausholen kann. So, Pierre Meyer sehen wir hier, auch gerade auf den letzten Metern. Auch er könnte nochmal eine Runde setzen. Sehr weit rausgekommen, ist aber noch gültig. Und auch er geht nochmal auf die 2. Position. Also da sehen wir das. Position 2 oder, ja, abgesehen von Position 1, da alles sehr, sehr hart umkämpft im Moment. Er geht aber nicht mehr auf eine gezeitete Runde. Dann gehen wir mal zu Nürnberger rüber. Ist gerade nochmal im ersten Abschnitt unterwegs. Ja, der will nochmal was rausholen. Mal gucken. Ist aber dann nur für die Statistik sozusagen. Da wird jetzt keiner mehr angreifen können, denke ich mal. Lukas auf der 18. Ja, hat er nochmal eine gute Runde erwischt. Ah ne, der steht in der Box, sehe ich gerade. Gonzalez ist aber noch am Start. Oder auf der Strecke vielmehr. Eine Zehntel hat er noch. Und ja, immerhin könnte er Philipp König nochmal hinter sich halten. Gucken wir mal. Da haben wir doch nochmal 2-3 Zehntel Abstand dann zu Position 14 zu Marc Wittmann. So, Nürnberger, wo ist er? Noch mitten auf der Strecke. Wer kommt denn so als nächstes ins Ziel? Weinzettel ist das. Der hat aber mehr oder weniger plus minus null. Jetzt kann er nochmal hier in der Piff-Puff und dann in der Rechtskurve auf in den letzten Abschnitt hinein. Vielleicht nochmal was rausholen. Vielleicht erwischt er die nochmal ein bisschen besser und dann holt er noch den einen oder anderen Meter hier raus. Gucken wir mal, plus minus null. Jetzt schön ausholen hier. Und dann geht's hier Vollgas in den letzten Abschnitt rein. Da holt er aber auch nicht viel raus. Er verliert aber auch nichts. Also da ein bisschen was hier, fast eine Zehntel doch verloren. Also ich denke, da wird es, ja, wenn er eine Schikane nicht noch irgendwas vermalodeit hat in der letzten Runde, in der letzten schnellen Runde, wird wahrscheinlich Position 7 bleiben. So, Nürnberger beendet sein Qualifying, hat da gerade die Runde ungültig gemacht. Meyer ist durch, Noack und Kraus dürften soweit durch sein. Gela ist durch, Witzmann noch auf der 6 ist unterwegs. Da gehen wir gleich drauf. Wir gucken nochmal hier kurz die Schikane zu Ende von Thomas Weinzettel. Und da sehen wir, ja, ist am Ende dabei geblieben. Wird hier wohl die 7. Position werden. Scheint da wohl nicht ganz zufrieden zu sein. Wir gehen mal auf Philipp Witzmann rüber. Philipp Witzmann rüber into the Wall Racing. Naja, nochmal hier im letzten Vollgasabschnitt unterwegs. Ja, da ein bisschen was rausholen können, glaube ich. Könnte sein, dass es nochmal vielleicht auf grün springt, das Delta. Gucken wir mal an, Bremszone. Ja, grau, grün. Da werden wir natürlich nochmal auf der Bremse alles rausholen. Und da geht es jetzt raus auf die, ja, wird wahrscheinlich die 6. Position bleiben. Mal gucken, ob es noch eine Zeitenverbesserung gab. Nee, war die sehr ähnliche Zeit oder zumindest nicht schneller. Und damit sind alle durch. Und ja, haben 18 Zeiten gesehen. Christian Brandl wird dann von hinten starten. Und ja, wir haben es gesehen, dass es vor allem ab Position 2 sehr, sehr eng wird. Also da können wir uns freuen. Eine Stunde fahren wir gleich. Wetter sieht im Moment gut aus. Strecke immer noch auf schnell. Das wird sich im Laufe des Rennens aber auf jeden Fall ändern. Wir gucken mal ein bisschen hier auf die Marken. Beim Boxenstopp brauchen wir auch. Ja, die Marken, die Autos wurden natürlich am Anfang der Season gewählt. Ich brauche nochmal ein schönes Bild hier vielleicht. Ah, das. Also da haben wir noch einen ganz guten Markenmix. Heute, ja, vor allem BMW und AMG am Start. Hier Aston Martin eher weiter hinten. Ein schönes Dreierpack sehen wir da auf der 16 bis 18. Zwei Porsche noch dabei. Ein Audi auf der 2 und ein Ferrari mittendrin auf der 10. Position. So, jetzt gucken wir mal auf die Gesamtwertung vielleicht ganz kurz drauf. Moin Pierre, viel Erfolg dir und Mike moin. Also 6 Rennen haben wir hinter uns gebracht. Jan-Philipp Nürnberger sehen wir hier mit 402 Punkten. Einfach 62 Punkte Vorsprung. Zwei Streiche sind bereits schon rausgerechnet. Philipp Noack, Marc Wittmann, Thomas Weinzettel, Julian Kunkel, da alle dicht an dicht hintereinander. Auch Max Ohlinger hat da noch durchaus Chancen, sehr, sehr realistische Chancen, da aufs Podium zu kommen am Ende. Aber auch Martin Kraus, Lukas Hunter, wenn die doch einige Punkte mehr holen, können die da noch mitspielen. Ja, sehr, sehr eng da vorne, ab Position 2, also auch in der Gesamtwertung. Weiß nicht, Nürnberger, der braucht noch mal eine eigene Liga, keine Ahnung. Aber der wird heute, oder hat sehr, sehr gute Chancen, sagen wir es mal so, hier weitere Punkte zu holen. Ja, hier sehen wir alle 30 Fahrer, die hier in der ersten Liga mitgefahren sind. Ja, fast alle haben auch schon mal Punkte geholt hier. Und ja, wir sehen es da im Mittelfeld, einige punktgleich sogar. Also da geht es vielleicht nicht um den Gesamtsieg, aber vielleicht um den einen oder anderen direkten Gegner auch noch mal zu besiegen hier. Haben ja auch viele dabei. Ben Utzer haben wir schon gesehen heute. Gonzalez hier auf der 15 ist mit dabei. Hunter Witzmann haben wir gesehen. Also klar, die hier regelmäßig mitfahren, die sind natürlich logischerweise auch ein bisschen weiter vorne im Gesamtklassement
auch abzüglich der zwei Streicher hier. Ja, so sieht das Ganze aus. Dann können wir noch mal kurz auf den Rennkalender schauen, zumindest was noch so übrig ist. Also heute sind wir auf Spa unterwegs und wir haben noch so einige Rennen hier. Suzuka, Monza, Silverstone, Hungaroring, Misano, Imola, Sandford und Brands Hatch. Dann Ende Juli wird dann das letzte Rennen sein. Ja, das eine oder andere noch 90-Minuten-Rennen dabei. Meistens fahren wir hier eine Stunde und ja, manchmal auch eineinhalb, aber heute ist es auch nur eine Stunde. Ja, wird wahrscheinlich auch reichen hier für die 19 Fahrzeuge. Heute wieder eine gute Möglichkeit, Punkte zu holen. Wetter, ja, sieht gut aus. Bisschen kühler geworden auf der Strecke. Die Strecke wird dann demnächst auf optimal gehen. Ja, so sieht das Ganze aus. Und wir gehen mal ein bisschen durch die Startausstellung, würde ich sagen. Edvard Schleck auch dabei. Moin, Timo. Ich fahre Dienstag wieder, also morgen. Ich bin heute tatsächlich zweimal Misano gefahren, LFM. Recht erfolgreich, muss man sogar sagen. aber vielleicht fahre ich ein bisschen öfters mal, muss ich mal schauen. Aber jetzt gucken wir erstmal hier drauf auf Jan-Philipp Nürnberger. Der fährt auch LFM übrigens. Auch kein schlechter Fahrer, sehen wir heute auch hier. Auf schneller Strecke 17.5 gefahren und damit hier ja absolut verdient auf der ersten Position. Und ich glaube, wenn, dann würde er sich hier nur selber aus dem Rennen hauen. Ich glaube, dass er da heute nicht groß Konkurrenz hat. Zumindest im Qualifying war er da ja mal 7, 8, 9 Zehntel weg. Auch von Pierre Meyer hier, der wird sich auf jeden Fall gleich auf was gefasst machen müssen. Da ganz, ganz viele Fahrzeuge hinter ihm, die da gar nicht so weit weg waren im Qualifying. Schauen wir mal, ob er hier Position 2 oder vielleicht noch weiter. Wer weiß ja, was da vorne passiert, holen kann. Vielleicht holt er ja den AMG gleich mal auf der Camel Straight und kann das verteidigen. Philipp Nowak, der Zweite der Gesamtwertung für Andrew Griffins Racing. Kann sein, dass ich nicht alle Liveries habe. Wahrscheinlich. Hier auf der dritten Position mit der Nummer 69. Der startet also direkt hinter dem Führenden. Und ja, hat man Vor- und Nachteil hier links, rechts. Wahrscheinlich tut sich da nicht viel. Urush Radignon geht so abwechselnd dahinter, auch abwechselnde Kurven. Also da ist gar nicht eine Seite besonders vorteilhaft, würde ich jetzt mal gerade sagen. Abgesehen vielleicht von der Ideallinie, wenn man ein bisschen mehr Grip ist. Aber Martin Kraus sehen wir hier dann ja off. Oder abseits der Ideallinie hier auf der linken Seite gleich. Martin Kraus im AMG auf der 4. Und dann gehen wir weiter zu Oliver Gehler. Das ist Mosquito Motorsport, der Nummer 70er BMW auf Position Nummer 5. Dahinter oder daneben vielmehr gleich sehen wir den Interval Wall Racing BMW Philipp Witzmann mit der 390. Der spielt auch hier locker nochmal mit ums Podium, haben wir ja gesehen, bis Position 10 ungefähr. Thomas Weinzettel im AMG auf der 7, der dritte AMG hier. Ja, mal gucken, was da so geht. Da wird natürlich Julian Kunkel ein bisschen was dagegen haben für Most Wanted am Start. In einem sehr grellen Porsche hier auf der achten Position. Max Ohninger sehen wir dann auf der 9, während es vorne gleich losgeht in die Einführungsrunde im nächsten BMW mit der Nummer 11. Lucas Hunter startet im einzigen Ferrari heute im älteren Modell sozusagen mit der Nummer 33 CF Racing Team. Und mal sehen, ob er da ja auch mitspielen kann. Marcel Lang ist außerhalb der Top 10 platziert. Der ist für Club Racing unterwegs mit der Nummer 27. Startet gleich auf der rechten Seite. Thomas Lehmann sehen wir im BMW mit der 141 ST Racing. Der vorletzt platzierte BMW. Aber Christian Brandl ist ja auch keine Zeit gefahren. Aber der, oder von denen, die eine Zeit gefahren sind, ist hier Thomas Lehmann der ja, letzte BMW sozusagen. Dann haben wir noch einen AMG, Stefan Krehling, Mosquito Motorsport, startet hier von der 13. Marc Wittmann sehen wir hier ja nur auf der 14. Das wird ihm nicht ganz so schmecken. Der Dritte der Gesamtwertung, der will hier auf jeden Fall noch weiter Punkte holen. Beziehungsweise keine verlieren auf Philipp Nowak vor allem, der auf der 3 losfährt. Also da hat er nochmal eine riesen Aufgabe heute vor sich. Philipp König sehen wir, CF Racing Team mit der Nummer 12 im AMG. Startet hier von der 15, das ist der letzte AMG hier. Dann haben wir noch Patrick Donzalas auf der 16. Position. Der Schweizer in einem Aston Martin. Und ja, seine Markenkollegen direkt hinter ihm, Ben Nutzer für Apollo Motorsport mit der Nummer 23 in der vorletzten Startreihe. Ganz hinten haben wir dann nochmal den Lukas von CF Racing Team im Aston mit der 25 und Christian Brandl. Mal schauen, was der rausholen kann hier. Lasto, gucken wir mal. Im BMW M4 auf der 19. So, da sind sie alle. Ich muss kurz mein Mikro sauber machen. So. Ich denn heute so dunkel? So, ja, ein bisschen besser. Ja, gucken wir mal. Also, 19 Autos gehen heute ins Rennen.
Einführungsrunde dauert natürlich ein bisschen länger heute. 2 Minuten 20 fährt man hier so ungefähr, ein bisschen weniger vielleicht auch im Rennen. Bin mal gespannt. Reifen werden ein bisschen warm gefahren, je nachdem. Raining ja nicht mehr ganz so wild im Moment zumindest. Da kann man vielleicht auch mal ein bisschen Zickzack fahren hier. Aber ja, Reifenverschleiß wird vielleicht so ein kleines Thema sein. Einmal in die Box muss man ja. Also die allermeisten werden hier wohl auch in der Hälfte oder zur Hälfte des Rennens reinkommen. Also halbe Stunde sollten die Reifen dann doch schon halten, würde ich mal sagen. Aber klar, zwei Kämpfe werden hier wahrscheinlich doch einige sehen. Das Qualifying war da recht vielversprechend. Wenn hier alles gut geht in den ersten Runden, dann wird das, glaube ich, ein ganz, ganz nettes Rennen werden. Vor allem BMW gegen AMG sehen wir in den Top 10. Mal sehen, ob da Kunkel Hunter nochmal ein bisschen mitmischen können. Und ob Jermeier hier, der grüne Audi, vielleicht am Start sich den AMG holen kann. Wahrscheinlich somit seine beste Möglichkeit. Weil, wenn die Rennpace da so ähnlich sein sollte wie im Qualifying, was doch erfahrungsgemäß dann doch irgendwie so ein kleines Indiz dann doch schon ist, dann wird es wahrscheinlich schwer, da sich den Nürnberger zu holen. Ja, Trackcuts kann man natürlich sich auch hier holen an der einen oder anderen Stelle. Also hier eine DT tut so mit am meisten weh in ACC, die allerlängste Boxengasse, die man hier hat. Ich weiß gar nicht, was die Durchfahrt hier dauert, eine Minute oder sowas. Sehr, sehr lang auf jeden Fall. Sind ja sonst so mal 30 Sekunden im Schnitt. Also das sollte man sich heute möglichst auch verkneifen. Ja, das war auch meine Überlegung, Timo. Camel Straight vielleicht. Aber da muss man einen guten Start hinlegen. Dann mit den noch etwas kalten Reifen durch Rouge Radior. Da könnte es mal ein bisschen schmierig werden. Ist ja immer noch auf schnell die Strecke. Und dann noch die Dirty Air natürlich vom AMG. Aber wir sind mal gespannt. Pierre Meyer, der fährt ja auch nicht zum ersten Mal ACC. Der weiß schon, was er da tut. Das kriegt er hin. Und dann bin ich auch gespannt, ob Philipp Nowak sich da gleich ranhängen kann. Martin Kraus, der AMG dahinter. Wir werden es gleich wissen hier. Ja, Regen wird es wohl erstmal nicht geben. Würde man fast vermuten, gar nicht. Ist ja nicht mal in Sicht hier in 30 Minuten. Wäre natürlich nochmal spannend, wenn es die letzte Viertelstunde oder sowas nass werden würde, wenn dann die meisten schon mit den Boxstups durch sein sollten. Ja, gucken wir mal. Kunkel dabei, Ohlinger, Kraus, Hunter. Ja, doch, so die Top 10 der Gesamtwertung sind auch heute mit dabei. Also das sind die, die auch wirklich dann gute Chancen haben, um dann Ende Juli zu wissen, wo sie dann stehen. Ein paar Wochen sind es ja noch. So, wir sehen, Zweierformation wird eingenommen. Jetzt geht es nochmal durch die Schikane. Dann geht es ja nochmal durch die erste Kurve. Starten ja auf der anderen Stadt Zielgeraden sozusagen. Und dann geht das gleich los hier. Ich werde nochmal einen Schluck trinken am besten. Und dann starten wir ins siebte Rennen. Timo, müsste ich mal nachgucken. Ich meine ja. Also Platz wäre zumindest. Sehen wir Timo auf Suzuka mit dem AMG, wo er alles dann wegmacht. Wird sich Nürnberger wahrscheinlich freuen drüber. So, einmal rechts rum und dann geht's Richtung Rouge Radior mit noch etwas gemäßigter Geschwindigkeit, sage ich mal. Ach, mit Nissan, okay, dann mit Nissan selbst noch besser. Das erste Mal hier noch relativ langsam, sage ich, und dann ab zweiter Runde geht's da Vollgas durch. Drücken wir den Daumen, dass hier alles gut geht. Nürnberg auf der Innenseite. Das wird jetzt schon ein sehr, sehr entscheidender Moment sein, hier gleich den Start richtig gut hinzubekommen. Und Pierre Meyer hinter sich zu halten. Hat mit so einem gesprungen. Wir sehen es auch schon, wie er gleich links rüber gehen will, um Zug zu machen. Aber Pierre Meyer, ein super Start und kann sich direkt mal daneben setzen. Jetzt geht es dazu zweit durch die Rouge Radio. Auf die zweite Startreihe noch Side by Side dahinter. Ist man schon so ein bisschen hintereinander. Und dann hat schon ein bisschen gekracht. Eieiei, auch Lukas Hunter da involviert. Und Pierre Meyer hat sich da vorne schon mal durchsetzen können. Ja, hinten hat er schon drei Autos getroffen. Kredin, Kunkel und Hunter. Wir bleiben aber mal hier vorne, denn da muss ich Nürnberger weiter wären gegen Philipp Nowak, der da schon, vielleicht auf die zweite Position gehen könnte. Innenseite Richtung Le Conte geht's jetzt rein und da kann er sich durchsetzen. Ja, wahrscheinlich, da dreht sich, glaube ich, einer weg. Das war der Gehner, der sich da weggedreht hat. Der wird auch komplett durchgereicht. Oh, das wird für Nürnberger heute eine gute Aufgabe werden. Mal sehen, ob er sich die Position gleich wiederholen kann. Da ist kein Platz auf der Innenseite. Oder vielleicht doch. Oh, jetzt geht die Nase mal ein bisschen daneben. Es kommt aber die Linkskurve. Martin Kraus auf der vierten Position müsste da geblieben sein, wo er auch gestartet ist. Der schaut sich die ganze Geschichte an. Pierre Meyer da vorne schon mal so ein bisschen weggekommen. Und jetzt greift hier Nürnberger auf der Innenseite an Richtung Linkskurve. Oder Doppel-Linkskurve vielmehr. Oh, jetzt muss er natürlich aufpassen. Die Reifen oder Grip noch nicht hundertprozentig da. Da gibt es wahrscheinlich direkt den Konter hier von Philipp Nowak, der sich zumindest daneben setzen kann. Jetzt geht es gleich wieder rechts, links, rechts. Das ist das Schöne auf der Strecke, dass das hier so viel Abwechslung oder immer abwechselnd die Kurven sind, immer einen Vor- und Nachteil abwechseln. Und ja, ganz, ganz großer Profiteur natürlich Pierre Meyer, der hat jetzt schon nach nicht mal einer Runde fast 2 Sekunden Vorsprung. Aber Nürnberger, er hat sich jetzt hier doch mal wieder auf die zweite Position retten können. Jetzt muss er da mal gucken, dass er an den Audi-Pilot rankommt.
So, hinten hat es ja einige getroffen. Jeder hatte sich weggedreht hier auf der 16. Auch Hunter hat 7 Positionen verloren. Kunkel 10 Positionen verloren. Kreling 6 Positionen verloren. Also da sehen wir auch der Schaden doch relativ groß hier. Und da wird er sehr, sehr früh in die Box kommen müssen. So, jetzt gucken wir mal kurz hier. Weinzettel hat schon 2 Positionen gewonnen. Witzmann, der hat ja nichts gewonnen, nichts verloren hier. Aber Weinzettel scheint da vorbeigekommen zu sein an 2 Fahrzeugen. Erstes Mal Vollspeed hier Richtung Schikane. Oh, der BMW muss ein bisschen ausweichen. Das war Witzmann und hinten gab es, glaube ich, eine leichte Berührung. Lehmann wird hier, glaube ich, ein bisschen weggedreht. Aus dem Augenblick habe ich es nur gesehen. Vielleicht hat er auch selber weggedreht. Hier jetzt auf jeden Fall auch wieder auf seine Startposition zurückgefallen. Der hätte wohl auch schon ein bisschen was gut machen können. So, nach und nach kommen auch die schnellsten Runden. Die kann man euch ganz so ernst nehmen, natürlich nach der ersten Runde. Aber gucken wir natürlich gleich nochmal drauf. So, jetzt geht's da zu zweit. Lukas Hunter außenrum gegen Don Salas. Aston Martin gegen Aston Martin. Utzer hat sich da ja schon mal ein Auto zwischen sich und seinen Markenkollegen bringen können. Aber die sind sich wohl einig geworden hier erstmal auf der Anfahrt zur Rouge Radeillon. Dann gucken wir mal nach vorne. So, also, da haben wir also Pierre Meyer. Oh, gelbe Flagge hier. Wir schauen mal kurz 20 Sekunden zurück, was bei Philipp König passiert ist. Der wird jetzt natürlich auch hier durchgereicht. Na, haben wir schon den ersten Unfall hier in Radeillon Rouge, beziehungsweise den zweiten. Ja, in der Startphase gab es ja auch schon einen. Aber hier wahrscheinlich ein Fahrfehler. Da kommt ihm das Entgegenpendler und der rutscht hier komplett in die Wand rein. Eieiei, und das ist hier so ärgerlich, weil du musst die ganze Runde fahren. Weil hier ist dann in der Inlap hier super viel Zeit. Kreling dabei nämlich auch in der Box. Da sehen wir ihn. Und dann natürlich dann bei der Reparatur selber verlierst du einiges hier. Der ist Kernschrott. Ja, ein, zwei Autos schon, die ja, in Realität wohl nicht mehr fahren würden. Hier kann man zum Glück mal reparieren. So, dann haben wir Marcel Lang. Gucken wir mal hier. 0,4 Sekunden an Max Ohlinger dran. Philipp König, gelbe Flagge. Das ist aber der bestätigte AMG. Der krebst da leider so ein bisschen rum. Wird noch ein bisschen dauern, bis der wieder in der Rennpace unterwegs ist. Der braucht wahrscheinlich noch 2 Minuten, bis er in der Box ist. Und dann nochmal, ja, mal gucken, wie lange er dann Boxstopp absolvieren muss. So, vorne Pierre Meyer. Also, da läuft es doch ganz gut. Wie gesagt, entweder läuft es richtig gut oder gar nicht. Von den 6 Rennen waren es, glaube ich, jetzt, was hätte ich gesagt, 3 DNFs. Ja, 3 DNFs, einmal nicht mitgefahren, was jetzt nicht so schlimm ist, muss man jedes Mal mitfahren und dann zweimal Dritter geworden. Also mal gucken, vielleicht kann er das heute, ja, verbessern hier auf der ersten Position. Nürnberger wird da was dagegen haben, also wird auch nicht langweilig werden. Ich gehe mal davon aus, genau, Timo, wollte ich gerade sagen, dass er jetzt hier aufholen wird. 1,6 Sekunden, hat sich nämlich schon 1,1 absetzen können von Philipp Noack, der da, ja, Martin Kraus weiterhin im Genick hat. Wir gucken mal auf die Position Deltas jetzt hier nach den ersten Runden und da sehen wir natürlich da hinten die Verunfallten vor allem verloren und entsprechend vorne weiter alle fast was gewonnen. Nürnberger Meier vorne getauscht. So, die ersten etwas ernstzunehmenderen schnellsten Runden kriegen wir gerade rein. Pierre Meier hier, Nürnberger jetzt in 2:18.445 gesetzt, während Noack sich hier wirklich mit allem wehren muss, ja, was er so parat hat. Wir schauen mal hinten raus jetzt Richtung der, ja, wunderbaren Kurvenkombination im Berg hinauf. Hier sehen wir der AMG da hinten. Gibt schon wieder eine Lichthupe von Weinzettel. Das heißt schon wieder. Gibt's mal wieder Lichthupe. So, viel Körb mitnehmen, den auch leicht angeschnitten. Hier kann man sehr viel rübergehen und dann hier schön geradeaus beschleunigen. Und mal sehen, ob jetzt der AMG im Beschatten hier rankommt, ob der BMW der sich da vorne halten kann. Oh, Abstand bleibt relativ ähnlich tatsächlich. Natürlich ein sehr, sehr gutes Zeichen für Philipp Noack, wenn er weiß, dass er hier oben nicht so wirklich angegriffen werden kann. So, Ben Utzer, haben wir jetzt hier den nächsten Abflug verpasst. Wir schauen mal hier kurz beim Aston Martin Apollo Motorsport ist das, der hier auf der 17. Position unterwegs ist. Zu viel Körper auf der rechten Seite und dann rutscht er hier weg und wahrscheinlich hier in die Wand rein. Uiuiui. Junge, fast überschlagen hier. Hoffentlich geht's dem Ben gut. Und auch der muss sich jetzt irgendwie in die Box schleppen, wenn er hier nochmal weiterfahren möchte. Also hier, Rouge Radeillon, doch schon einige Unfälle gesehen. Jetzt hier auf der 17 unterwegs. So, vorne 1,5 Nürnberger. Ja, auf dem Weg natürlich Pierre Meyer einzuholen. Von Noack kann er sich weiter absetzen. Und hier sehen wir gerade Thomas Weinzettel auf der 5. Position. 2 Positionen gewonnen. Gehört hier vorne also auf jeden Fall mit zu den Gewinnern. Nach hinten ja, ein kleines bisschen Luft zu Philipp Witzmann. Dahinter ganz gut aufgereiht, so 1 bis 1,5 Sekunden. Eine bisschen größere Lücke haben wir aktuell hier bei dem Lukas von CF Racing Team. 4 Sekunden hat er nach vorne, nach hinten. Christian Brandl, der hat natürlich groß profitieren können, der von hinten
hinten gestartet ist, hat sich da überall raushalten können. Und er ist bereits jetzt schon auf der 12. Position. Also das läuft ja gar nicht mal so schlecht. Seine beste Zeit bis jetzt ist 2:23,5. Gut, vielleicht hat er ein bisschen Verkehr gerade gehabt, musste da vielleicht ausweichen. Schauen wir mal, wo Christian Brandl ja im Laufe des Rennens sich so hinbewegt. Im Moment ja, muss er fast verteidigen. Er, Patrick Gonzalez direkt dahinter, bei dem fahren wir vielleicht mal kurz mit. Hier beim Aston Martin, er ist in Racing 2:13. So, dann gucken wir mal hier im Windschatten. Na, hier kannst du ganz schlecht überholen, auch wenn du hier schneller kannst. Denn das trägt dich da ganz schnell mal raus. Wir sehen es auch hier, Luft da so ein bisschen. Ja, kannst du gucken, dass du vielleicht ein bisschen Abstand lässt, dass du dann hier Vollgas durchfahren kannst. Dann kannst du nämlich hier in der Schikane angreifen. So, Nürnberger 2:18, 1:22, neue schnellste Runde. Also wir sehen, der ist da auf einem richtig, richtig guten Vormarsch hier. Moin Sascha. So, also Feld haben wir jetzt ein, zwei etwas größere Lücken, die ersten beiden, dann haben wir so 3 bis 10, hatten wir ja gesagt, dass die relativ ähnlich unterwegs sind. Gucken wir mal, ob wir da wirklich Zweikämpfe bekommen, vor allem die vorderen Top 10 sind ein bisschen näher zusammen als die hintere Hälfte der Top 10 und dann ab Lukas hier auf der 11 haben wir mehr oder weniger Rest des Feldes. Mal gucken, Ben Utza hier und dann haben wir den AMG, der hier schon etwas länger in der Box steht. Einer auch runter. Ich denke mal, das war der andere AMG, der dann wohl doch nicht mehr weiter gefahren ist. So, Oliver Gehler, auch der war ja abgeflogen da in Glückhorn. Jetzt ist er hier ja gefragt, wieder aufzuholen. Wir gucken mal hier auf der 14, 0,3 Sekunden an Patrick Gonzalez dran. 9 Positionsverluste hat er bereits zu verzeichnen, weil er nämlich genau hier, ja, vielleicht auch selber weggerutscht ist. Das haben wir nicht ganz gesehen, glaube ich. Aber passiert ja auch mal ganz schnell, vor allem am Anfang des Rennens. Ja, Strecke immer noch auf schnell, muss man sagen. Aber mal gucken, was hier auch optimal geht. Sind hier am Vormittag unterwegs. Ja, da ist es dann meist eher schnell als optimal. Sind nicht ganz so viele Fahrzeuge unterwegs. Vielleicht dauert das nochmal 1, 2, 3 Runden länger, bis das hier ja umspringt und nochmal ja dann neue schnellste Runden fallen. Dafür gibt es ja auch nochmal einen Punkt extra. Kann man sie auch nochmal holen. So, bleiben wir noch einen Moment hier. Oder gehen wir zu Weinzettel. Nürnberger 0,6. Da müssen wir auf jeden Fall gleich hin. Deswegen bleiben wir noch einen Moment hier. Da ist es doch sehr, sehr eng hier. 11 bis 16 sehen wir hier im Bild. Mal gucken, ob da Lukas vorne wegfahren kann und wer jetzt hier wen angreifen kann. Wollen wir mal jetzt hier anbremsen. Ja, da kann man es schön reinlaufen lassen. Einmal umsetzen, links und dann wieder schön raus beschleunigen. Nicht zu weit rauskommen. Inzwischen ist da, glaube ich, überall Kies nach dem Umbau. Wir haben natürlich hier noch die ältere Version von Spa. Ja, da kann man noch relativ weit rausgehen. Aber holt man sich gerne mal einen Cut. Im Moment haben wir noch keine Strafen, wie es aussieht. Also, ja, mal gucken. So, Ferrari da auch relativ weit draußen gewesen. Pierre Meyer, uiuiui, das ging aber jetzt fix. Da ist er jetzt dran, der Philipp Nürnberger. Also, 10 Minuten hat er jetzt hier gebraucht, um wieder ranzufahren. Pierre Meyer, ja, hat auf jeden Fall seine Chance genutzt am Start. Jetzt heißt das hier zu verteidigen. Das werden sehr, sehr spannende 50 Minuten werden. Oder könnten spannende 50 Minuten werden. Außer natürlich, der Jan kommt hier zügig vorbei. Und dann wird das wahrscheinlich relativ easy. Hier hinten ist gar nichts easy. Gonzalez Brandl sehen wir da ganz vorne in dieser Gruppe. Dahinter der Ferrari von Lucas Santa Kunkel Gela. Das sind hier, ja, der ein oder andere zumindest, der mal verunfallt war. Die haben sich so ein bisschen gefunden. Jetzt gibt es ja fast den Kontakt oder gab es da den Kontakt zwischen Brandl und Hunter. Und Hunter, der geht mal geradeaus, genau zwischen dem Porsche und dem Aston Martin war das, glaube ich. Gonzalez genau. Eieiei, das ging aber nochmal gut. Außer ein bisschen Lackschaden, glaube ich, war da nichts groß passiert. Ben Utza ist hier aber gerade verunfallt. Wir bleiben aber mal auf der Gruppe kurz drauf, dann gehen wir wieder nach vorne. So, jetzt hier hintereinander im Entenmarsch geht's rüber. Der BMW natürlich nimmt da sehr viel Körb mit, verliert natürlich dadurch den Schwung und der Ferrari von Hunter geht links vorbei. Kann dann den Topspeed natürlich nutzen. Jetzt geht der BMW wieder in den Windschatten rein. Mal sehen, ob er schon direkt kontern kann. Ich nehme mal an, das nicht. Wird wahrscheinlich nur ranbremsen können. Aber in der Gruppe, ja, ging es gerade richtig, richtig heiß her. So, jetzt müssen wir wieder nach vorne gehen. Nürnberger haben wir noch nichts verpasst. Ist noch nicht an Meyer vorbeigekommen. Also, das wird seine Aufgabe sein. Entweder auf der Strecke oder vielleicht über den Boxenstopp hier. Ja, Sascha, hoffe ich auch, dass du bald durch bist. Ich habe nicht mal den Bachelor fertig. Das dauert noch ein, zwei Jahre. So, aber gucken wir mal. Nürnberger also auf der 2. Position. Gucken, wann er hier angreifen kann. Dahinter, ja, Noack auf der 3. sehen wir hier. Kann sich da erstmal ganz gut etablieren. Hat da immer wieder oder weiterhin die ganzen Autos bis Platz 7 im Moment hinter sich. Marcel Lang bringt nochmal Lehmann Wittmann mit. Also da hat sich erstmal ganz gut geordnet. Aber jetzt schauen wir mal, ob es den Angriff gibt. Wir schauen mal raus bei Pierre Meyer. Richtung Schikane könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass da Nürnberger schon mal die Nase daneben halten wird.
Gucken wir mal, ob er hier aus dem Schatten angreifen kann. Was macht Meier? Geht er gleich hier auf die Innenseite schon? Rechnet er mit dem Angriff? Ich glaube, er muss hier mit dem Angriff rechnen. Wird hier wahrscheinlich sich sehr, sehr innen halten. Macht er auch. Nürnberger könnte aber außenrum probieren, da anzugreifen. Was hier doch relativ oft gelingt, muss man sagen. Wir sehen das nämlich. Jetzt hat er einen kleinen Vorteil. Ein bisschen Kontakt gibt es hier nichts Wildes. Geht sich keiner weg. Nürnberger muss jetzt hier gut rausbeschleunigen. Pierre Meier wird auf der Innenseite probieren, da wieder gegenzuhalten. Oh, und dann bin ich gespannt, wenn Nürnberger daneben bleibt, ob die zu zweit Richtung Urusch gehen oder ob die sich schon davor einordnen jeweils. Pierre Meier Innenseite hat auf jeden Fall Platz. Oh, oh, oh. Aber ich glaube fast, Nürnberger wird als erstes hochgehen in den Berg. Jawohl, da ordnen die sich schon ein. Und dann mit Nürnberger, ja, nach 10 Minuten ungefähr wieder auf der ersten Position unterwegs. Aber natürlich hat jetzt der Pierre die Chance hier in... Windschatten wollte ich sagen, anzugreifen. Aber gut, stand leicht weg in der Dirty Air. Hat sich womöglich noch ein Cut eingefangen. Wenn ja, dann wird er aber froh sein, dass er überhaupt auf der Strecke geblieben ist. Da wird er den Cut auch in Anspruch nehmen müssen, sozusagen. Also Nürnberger jetzt vorne vorbeigekommen. Wir gehen auf Lehmann drauf. Der ist auch gerade am Anfang der Camel Straight unterwegs. Ja, Marcel Lang, der hier auch schon komplett dicht macht auf der Innenseite. Versucht natürlich, da seine Position zu behalten. BMW gegen BMW Richtung Lecomte. Geht's jetzt rein an Bremszone. Oh, war das zu spät? War das zu spät? Das war zu spät. Da rutscht er rüber. Kriegt den Gegenpendler und dann, oh, wollte ich gerade sagen, rutscht er vor den BMW. Aber nein, die kommen da rechts vorbei. Auch Wittmann profitiert nochmal davon und geht damit auf die 9. Position. Ja, ein Tick zu spät auf der Außenseite. Und dann, ja, haben wir gesehen, geht's dann leider off-track und verliert damit jetzt am Ende, ja, eine Position. Wittmann musste er nochmal vorbeilassen hier. So, wir gehen zur Kugel rüber. Das ist hier der Porsche von Most Wanted auf der 13. Position. Da ging es ja leider auch ein bisschen nach hinten. Müsste auch eine Startkollision gewesen sein. Haben wir leider nicht ganz gesehen. Da waren es ja ungefähr 3 Autos. Was bei Lehmann passiert? Gucken wir mal kurz hier rein bei BMW. Donnert hier ein. Okay, hat sich dann zurückgesetzt. Ah, schade. Also ein Auto weniger gerade auf der Strecke. So, Nürnberger vorne sehen wir schon fast 1,5 Sekunden weg. Also das war da ein, ja, kurzes und knackiges Vergnügen. Gucken wir mal, ob hier Meier dann Position 2 nach Hause fährt. Sieht im Moment ja gar nicht so schlecht aus. 3,5 Sekunden Vorsprung hat er. So, Gunkel, der will noch mal ein bisschen was gut machen hier. Jetzt auf die 12. Position und oder auf der 12. Position unterwegs. Hunter auf der 13. hinter der Ferrari. Da haben wir vorhin ja diese, ja, wilde Meute gesehen in der ersten Kurve. Auf der Schikane ging es ja schon los Richtung erste Kurve. Da wirklich ein Hin und Her. Leichte Berührung gab es hier. Jetzt hat sich aber ganz gut geordnet erstmal. So, also Ben Utzer, Lehmann sind jetzt erstmal in der Box. Philipp König war in der Box, ist auch schon wieder unterwegs. Alle anderen, ja, müssen irgendwann noch mal reinkommen. Mal gucken, wann sie das hier, ja, absolvieren. Wir gucken mal kurz auf Thomas Weinzettel rauf. Moin Uwe. Uschel, danke für den 9. Oh Gott, wir brauchen einen Namen. So, hier links sieht es inzwischen auch schon anders aus. Ich glaube, da gibt es keine Tribünen mehr. Fast alles nur noch Kies da in der neueren Version. Aber hier, wie gesagt, sind wir in der alten unterwegs. Die aber natürlich genauso viel Spaß macht. So, Weinzettel hat 2 Positionen insgesamt gewonnen. Mal sehen, P5. Ja, ist auf jeden Fall Podium noch drin, würde ich sagen. Philipp Noack sieht da vorne ja schon. Da wird er ja auch schon ganz, ganz fleißig angefeuert vom Uwe. Der hat das ja ganz gut im Griff. So, haben die sich hier auch im Griff, ist die Frage. Wir schauen mal von Lukas raus hinten. Hat nämlich da 3, ja, fast 4 Fahrzeuge hinter sich. Oliver Gehler da hinten auch noch. Da... Ja, muss auch mal gucken, ob er sich verteidigt bekommt. Der Essen Mathe kommt hier sehr, sehr gut raus. Also Lukas, der hier 8 Positionen eben zumindest noch im Plus hatte, jetzt werden es vielleicht 7, wird hier wahrscheinlich die Position abgeben. Und damit geht Gonzalez auf die 10. Oder Lukas geht nochmal dagegen, rutscht ein bisschen rüber und Innenseite gehen 1, 2, 3 Autos vorbei fast. A2 vielleicht, oh, 3 wide, das geht nicht gut. Die räumen sich ab und alle 3 rechts in die Wand, stapeln sich da mal komplett auf hier. Eieiei, also was für ein wildes Rennen hier. Ja, und Lukas konnte sich da jetzt noch vorne halten, beziehungsweise Gela. Junge, Junge, der hat mir eben 4, 5 Positionen gewonnen. Also, der hat sich da raushalten können. Warte mal, wir machen mal 30 Sekunden zurück, gucken mal aus seiner Perspektive. Mal gucken, ob wir das da vorne nochmal sehen, was da genau passiert ist. Ja, da sehen wir es. Also, da ein bisschen Heckmeck und dann links müssen wir gleich sehen, wie die sich alle aufstapeln. Das hat man auch noch nicht so oft gesehen. Ja, Ping-Pong und dann da links. Dankeschön. Einmal rechts vorbei, Oliver Gehler. Guckt dann nach hinten und sieht, ja, nur noch der Aston Martin hier. Und er selber hat da wieder, ja, einiges an Position gut machen können. Moin, Stefan.
Ja, haben leider schon ein, zwei Autos verloren, muss man sagen. Mal gucken, Gonzalez Ozza stehen ja auch in der Box. Und ja, die drei Autos, die wir da eben gesehen haben, werden wohl auch nicht mehr so fahrbar sein. Ja, ich hoffe mal, dass wir heute mit ein paar Autos ins Ziel kommen. Ich hoffe mal. So, Weinzettel ist jetzt aber dran hier an Martin Kraus, Außenseite. Zieht er aber nochmal zurück, also da geht's nicht vorbei. Philipp Noack, ja, der sollte mal die Chance nutzen, irgendwie wegzukommen. Da hinten sind sie doch auch jetzt zunehmend in Zweikämpfen unterwegs. Seine Chance, hier hat er so ein bisschen freie Fahrt, da 4 Sekunden zu Pierre Meyer und zu Nürnberger, die ja, sich ein bisschen auseinander dividieren. Nicht groß, aber es sind schon fast hier 2 Sekunden. So, Wittmann, die sind auch ein bisschen einsam unterwegs inzwischen. Gucken wir mal, Porsche kommt natürlich hier erfahrungsgemäß relativ gut aus den engen Kurven raus. Aber dann hier jetzt im Windschatten muss er mal gucken, dass er hier ja, irgendwie vorbeikommt. Der BMW haben wir vorhin gesehen, gegen den AMG lief da ganz gut. Ich glaube, Noack, da waren wir drauf. Der hat sich da gut halten können vor Martin Kraus, war das dann wahrscheinlich auf der Camel Straight. Schauen wir mal, wie das hier läuft. Auch hier wird der Porsche ein Tick zu weit weg sein. 0,4 Sekunden ist das hier. Ja, glaube ich... Bisschen vertagt noch der Angriff. Mal gucken, ob man da mithalten kann und angreifen kann. So, kommen wir aber bei den Zettel rein. Das ist wahrscheinlich so das engste Duell im Moment. Moin Daniel. Also auf meinem Kanal haben wir verschiedene Communities, aber die Dailies von LFM sind hier. Aber die anderen, so Pro Series und die Endo-Rennen von LFM auf dem LFM-Kanal inzwischen, war früher mal hier. Aber LFM-technisch sind hier nur die Dailies und dann ja der ein oder andere, oder die ein oder andere Community. So, Hunter hier mit dem demonierten Ferrari kommt jetzt rein. Jawohl. Machen wir Mittwoch wieder, die Dailies übrigens. Morgen fahre ich ja selber. Aber mal gucken, ob wir zukünftig vielleicht nochmal ein, zweimal mehr pro Woche auch Dailies machen. Hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Immer sehr, sehr Action auf jeden Fall. So, paar in der Box jetzt. Mal gucken. Das sind alles ja noch nicht wirklich reguläre Boxenstopps, würde ich mal behaupten. Viele, viele, die da demoliert unterwegs sind. Timo zieht die Anfrage zurück, ja. So, kommen wir mal jetzt hier, Weinzettel 02 dran. Mal sehen, ob das hier reicht, um anzugreifen. AMG gegen AMG Richtung der Schikane. Nur 1,5 Sekunden davor. Der wird das vielleicht im Rückspiegel nochmal sehen. Na, hier wird auch so ein bisschen verteidigt und überschießt leicht. Ja, aber das wird er vielleicht noch behalten können, die Position. Außer natürlich, Weinzettel kommt da auf der linken Seite im Bild gut raus. Philipp Witzmann da hinterm BMW schaut auch mal, ob er was für ihn abfällt. Aber das ist auch ein Tick zu weit weg. Guckt erstmal, was machen die beiden AMGs. Kraus kann sich da erstmal halten. Jetzt reizt es hier aber ordentlich dicht zusammen. Wir fahren mal mit beim BMW. Mal sehen, ob er, jetzt haben wir hier umgekehrte Situation, BMW verfolgt hier den AMG. Ob er vielleicht tatsächlich, ja, rankommt. Hier im Windschatten. Klar, natürlich Weinzettel auch nochmal Windschatten. Jetzt erstmal hier gut hochkommen. Wird er aber schon gesehen, bei Pierre Meyer vorhin leichter Quersteher, sehr viel Körper mitgenommen. Sieht aber nicht weiter schlimm aus. Witzmann kann hier das Auto stabil halten. Aber ja, kommt jetzt erstmal nicht ran. AMG zieht ihm so einen Tick weg im Moment. Also da wird es jetzt noch keinen Angriff geben. Engster Dreikampf hier im Moment, Masse lang. Und Marc Wittmann 8 und 9. Oder gibt es auch den Angriff sehr, sehr spät übers Gras und nimmt da wahrscheinlich sein Kollege mit der nächste Unfall hier. Also ich glaube, wer heute keinen Unfall hat, der wird hier ganz vorne landen. So, jetzt müssen beide erstmal wieder den Weg hier finden auf die Strecke. Der eine dreht schon mal. Leinzettel steht hier weiterhin. Mal gucken, jetzt könnte er eigentlich drehen. Oder auch nicht. Dann gehen wir zu Marcel Lange rüber auf die 7. Position. Ja, ich hoffe, die 40 Minuten haben wir noch Autos auf der Strecke, wenn das so weitergeht. Doch zumindest sehr, sehr viele Crashes. Ein paar Autos haben wir ja auch schon wieder verloren. Also gucken wir mal. So, Weinzettel, glaube ich, hat sich zurückgesetzt, ist gerade in der Box. Ja, und wer sich zurücksetzt, meine ich, darf auch nicht mehr weiterfahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, dann gehen wir mal durchs Feld durch, würde ich sagen, damit wir auch alle mal hier in den Stream reinbekommen. Also Jan-Philipp Nürnberger, jetzt ist es doch so, ja, wie er sich so erhofft hat am Start, die Position verloren, fast 2 verloren, hat sich Philipp Noack dann doch in der ersten Runde wieder schnappen können. Pierre Meyer ein paar Runden später. Ja, und damit jetzt schon 4 Sekunden weg auf der ersten Position, ist hier auf dem Weg, seinen 6. Sieg im 7. Rennen zu holen und damit seine Gesamtwertung weiter auszubauen. Dann haben wir Pierre Meyer auf der 2 gerade erwähnt. Heute wird wahrscheinlich wieder ein gutes Rennen werden. Viel weiter nach hinten geht es ja kaum noch. Es sind ja so viele Autos dabei. Philipp Noack haben wir auf der 3. Position, der inzwischen, ja, natürlich dadurch einen Unfall hinter sich, doch einiges an Platz jetzt hat. 3,3 Sekunden. Vor sich hat er gerade einen AMG. Das ist aber wahrscheinlich eine Überrundung. Philipp Witzmann haben wir dahinter.
auf der vierten Position zwei Positionen gewonnen. Max Ohlinger natürlich. Sehen wir hier auf der 5. Ja, inzwischen auch wieder gut nach vorne. Allgemein nach vorne gekommen. Vier Positionen nämlich. Da hat mit Gela verwechselt. Martin Kraus sehen wir im AMG. Zwei Positionsverluste hier auf der 6. Der hat noch so zwei Autos halbwegs in Schlagdistanz hinter sich. Marcel Lang hier. Der hat vier Positionen gewonnen. Marc Mittmann auf der 8. Position. Ja, gucken wir mal, ob er da den AMG noch bekommt. Hatten wir vorhin gesehen, war schon mal dicht dran hier in der Kurve. Ein bisschen abreißen lassen müssen im Moment. So, da ist Oliver Gehler, der da auch am Anfang auch sich weggedreht hat. Hier vier Positionsverluste immer noch. 13 Sekunden auf die nächste Position. Also das wird erstmal eine etwas längere Aufgabe werden. Gute Nachricht dafür aber für ihn, dass Lukas wiederum 5 Sekunden hinter ihm ist, der hier mit zu den großen Gewinnern bisher zählt. Hier 8 Positionsgewinne insgesamt. Also einer, der die meisten Positionen gewonnen hat. Ist da ja auch relativ gut durch diese Gruppe gekommen, die da verunfallt war. Dann haben wir Christian Brandl hier auf der 11. Position. Auch 8 Positionen gewonnen, der aber auch ganz hinten gestartet war, keine Zeit gesetzt hat. Und damit ja auch gut nach vorne gekommen ist. Dürfte auch ein paar Punkte mehr dann holen als vielleicht erwartet. Lukas Hunter auf der 12. Sehen wir hier, war schon in der Box, hat inzwischen auch repariert. 67 Sekunden. Sehen wir hier, ja, mit der 33. Also auch einiges in der Box verloren. Genauso wie Lukas König, der stand über 2 Minuten deutlich auf der 13. Dann haben wir Julian Kunkel, der steht hier in der Box schon etwas länger. Ben Utzer scheint auch nicht mehr rauszufahren. Und dann, ja, gehen wir mal ins Mittelfeld rein. Ja, also wer heute gut durchkommt oder allgemein ins Ziel kommt, wird heute gut Punkte mitnehmen. Und dann gegen den einen oder anderen direkten Gegner, während hier Lang gerade Kraus angreift, wird gegen den direkten Gegner womöglich in der Gesamtmeisterschaft nochmal Punkte gut machen. Oh, wir sehen hier, er macht richtig Druck, hoffentlich schiebt er ihn nicht raus. Ah, versucht natürlich möglichst viel Schwung mitzunehmen. Und natürlich Wittmann da hinten, der guckt sich die ganze Geschichte an, geht aber außenrum vorbei. Martin Kraus muss sogar Wittmann vorbeilassen oder hat ihn hier vorbeigelassen. Na, gucken wir mal. Also Marcel Lang jetzt hier der neue Sechsplatzierte. Vielleicht kann Wittmann ja, ihn jetzt unter Druck setzen. Dann könnte er sich die 6. Position holen. Weiß nicht, was bei Kraus los ist. Scheint da gerade etwas sehr langsam zu sein. Mal gucken, ob er in die Box fährt, ob da irgendwas ist oder ob er einfach nur keine Lust hatte, da zwei Autos zu verteidigen. Nee, da muss irgendwas sein. Fährt jetzt in die Box rein. Na, weiß nicht, vielleicht Schaden? Habe ich jetzt nicht so gesehen. Vielleicht auch zu wenig Sprit oder keine Ahnung. Schauen wir mal. Es sind ja schon bald bei der Hälfte des Rennens hier. So, dann gucken wir mal, jetzt hier der einzige Zweikampf noch auf der Strecke. Platz 6 und, ja, Platz 7. Gucken wir da mal, ja, beim Porsche mit. Können wir ein bisschen Porsche-Sound genießen. Ich nochmal einen Schub trinken. So, wenn ich jetzt geschluckt habe, haben wir gesehen, der Porsche mit keiner Chance da anzugreifen. Wir können, glaube ich, ein bisschen hier bleiben. Davor, dahinter passiert ja gerade nicht so viel. Erwarten so ein paar Minuten die, sagen wir mal, regulären Boxenstopps. Alle anderen, die jetzt gerade drin waren oder sind, haben sehr, sehr lange gestoppt, habe ich ja gerade erwähnt. Martin Kraus, schauen wir mal, kommt jetzt hier erst ja, in die Boxen. Einfahrt rein sozusagen. Dauert ja ein bisschen, bis man hier mal seinen Platz gefunden hat und bis man auch wieder rausgekommen ist. Da verliert man sehr viel Zeit. Strafen, ja, haben wir keine bis jetzt. Noch keine DTs oder ähnliches. Also warten wir mal ein bisschen ab. Ja, heute ist Montag, kann man so sagen. Ja, Split 2 gibt es auch übrigens, ne? Wenn ihr, ich weiß nicht, wie es da gerade läuft. Hoffe ein bisschen besser vielleicht. 15 Autos haben wir noch, beziehungsweise wahrscheinlich sind es noch 13, die aktiv am Rennen teilnehmen. Nicht so viele. Ja, auf einer sehr, sehr großen Strecke. Ihr seht es auf der Karte auch. Da sind die Abstände oder die Luft zwischen den Autos doch relativ groß. Zum Teil jetzt schon nach 25 Minuten. Also hier heißt es tatsächlich einfach sein Stint fahren und dann, ja, einfach gondeln. Genau, Tamo. Der Gondel-Chris. Oh, was war Brandl los? Der hat hier leichte Probleme. Wir schauen mal kurz. Ah, aus der Bruxelles raus. Oversteer bekommen. Ja, wenn man da zu früh oder zu schnell auf dem Gas ist, dann geht es hier auch mal leicht in die Wand ran. Er war noch nicht in der Box. Wir gucken mal kurz hier auf sein Auto rauf. Auch ein bisschen beschädigt. Wird also wahrscheinlich auch ein bisschen länger stehen in der Boxengasse. Gucken wir mal, ob er jetzt reinfährt. 9 Positionen hat er schon gewonnen. Ja, Tamo, ich bin heute fast Dritter geworden, ne? Als du gewonnen hast.
der vor mir wurde nochmal aufgehalten von einem Zweikampf, die wir überrunden wollten. Da bin ich noch 0,2 Sekunden rangekommen, aber nicht mehr vorbei. Jetzt hätte ich mal wieder auf dem Podium gestanden mit dir. Habe ich eh gewundert, dass ich bei 40 Fahrzeugen da vorne fahre. Aber hab mich auch nicht beschwert. So, Kraus, gucken wir mal da, ob der sich beschweren kann. Achso, nee, das ist nur die Boxenausfahrt. Deswegen die gelbe Flagge. Aber auch die muss man hier ganz gut hinbekommen. Relativ holperig sehen wir hier. Also gar nicht so einfach, da rauszukommen. Da kommt der Führende gerade vorbei. Die Überrundung hat er jetzt erstmal hier abgebacken. Aber er selber muss ja natürlich auch nochmal reinkommen. Ja, ich hatte zwei Cuts übrigens. Aber ist auch dabei geblieben. Ich habe noch 0,02 SR bekommen. Hatte irgendwie doch eine Kollision nach der Zieleinfahrt mit irgendeinem. Nochmal 4 Inzidenz bekommen. Oh, Tamo, das tut mir leid. Du hast Minus bekommen? Achso, für mich meintest du. Nee, für mich nicht. Gab's 0,02 plus. Wahrscheinlich, ohne das hatte ich vielleicht 0,1 plus bekommen. Keine Ahnung. Nee, du hast, glaube ich, 0 bekommen, ne? Hatte ich gesehen. So, schon wieder ein kleiner Quersteher. Hatten wir, glaube ich, letzte Runde schon gesehen hier von Wittmann. Ja, der, weiß nicht, vielleicht die Hinterreifen schon ein bisschen warm. Ganz kühl ist es ja nicht. Und ja, pusht vielleicht auch ein bisschen. Auch hier ein kleiner Quersteher-Ausgang der No-Name. Will natürlich Marcel Lang sich nochmal holen. Ja, kann man, glaube ich, getrost draufbleiben. Nürnberger vorne. Ja, 2:17.8 ist er gefahren. Strecke steht dazwischen schon auf optimal. Alle anderen da vorne fahren so 18er bis Platz 4. 19er Mittelfeld hinten. Ja, je nachdem. Wieder frisch aus der Box, sage ich mal, komm mit frischen Reifen. Auch 19er gegebenenfalls mal. Moin, Axel. Ja, ich freue mich schon morgen. GT4, schön im Dunkeln Indianapolis. Meine Güte, das macht gar keinen Spaß. Gestern sind wir schon eine halbe Stunde gefahren. Und Tamo kann es bestätigen. Die halbe Stunde hat auch schon gereicht. Morgen fahren wir eine ganze Stunde. Aber mal schauen. Gleich wieder eine gute Möglichkeit, Punkte zu holen. Auch für Wittmann, der jetzt hier doch nochmal angreifen kann. Richtung Bloschi Mall ist er unterwegs. Innenseite wird er zumindest mal sich daneben halten können. Mal gucken, der BMW, wenn er da rechts bleibt, kann er Schikane vielleicht daneben halten. Zu zweit geht's durch Bloschi Mall. Ja, lass ihm Platz da rechts, jawohl. Lässt ihn hier auch auf die Strecke. Manche lassen einen nochmal gerne verhungern auf der Außenseite. Oh, das könnte für den BMW erstmal reichen. Marcel Lang bleibt wohl auf der sechsten Position erstmal. Okay, hat sich erst erledigt. Wittmann sagt sich, ich gehe rein. Vielleicht ja tatsächlich schon die Reifen so ein bisschen abgenudelt hier, noch leicht die Wand mitgenommen, sehen wir gerade. Das war Kraus los. Kraus hat auch keine Lust mehr. Okay. Ja, gehen wir mal auf den Führenden. Gerade keine Zweikämpfe hier. Dann gebühren wir mal, Quatschgebühren. Zeigen wir mal dem hier ihre Gebühren ein bisschen auf der 11. Auf der, oh Gott, ich bin ganz durcheinander. Auf der ersten Position mit der 231 unterwegs mit 6,6 Sekunden. Dann Philipp Löhnberger. Ja, hier wird, glaube ich, ein relativ easy Sieg werden. Pierre Meyer hat nichts gegenzusetzen. Philipp Nur kommt seinerseits nicht an Pierre Meyer dran. Da ist eine ganze BMW-Riege, muss man sagen, auf der 3 bis zur 6. Dann der einzige Porsche im Moment noch. Ja, also wir fahren hier nicht irgendwie Last Car Driving oder so. Wir dürften eigentlich alle ins Ziel fahren, ruhig, aber ja, schon ein Viertel des Feldes verloren heute. Wo ist Martin Kraus? Oder hat er nur Probleme gehabt? Nee, da ist er wieder. Vielleicht auch irgendwas Hardware-Technisches hier. Nicht so perfekt, Julie. Nee, allerdings nicht. Aber so können wir uns die Autos anschauen. Ja, ein Sieg wird morgen, glaube ich, nix, du, Axel. Also wenn Tamo sich da nichts leistet, wird er auf jeden Fall gewinnen, denke ich. Mal gucken, was Hatcher so hinbekommt. Ja, ein paar, die auch eigentlich relativ schnell sind, waren die letzten Rennen auch nicht mit dabei, leider. Ich glaube, da gibt es noch so zwei, drei andere. Yoshi zum Beispiel, glaube ich. Kinsmi, der hat ja samstags, ja, ne? Dienstags, glaube ich, ja. Die hätten ja auch noch auf jeden Fall was zu bieten. Aber schauen wir mal. Mein Ziel ist eigentlich immer, vor Lama zu bleiben. Gestern war noch eine Sekunde hinter mir. Aber mal schauen. Nur auf jeden Fall zu kämpfen morgen mit der Strecke. Aber dachte ich bei Kota auch tatsächlich. Lief aber auch sehr gut, muss ich sagen. Und nachdem ich da so mal 1, 2, 3 Stunden gefahren bin, schöner Drift hier von Pierre Meyer, schön in die Boxengasse rein. Nachdem ich ein bisschen Kota gefahren bin, kam ich mit der Strecke sogar halbwegs klar, muss ich sagen. Ah, Thunder, mal gucken. Du findest auch immer was auf die letzten Meter noch. Ja, Daniel, danke für den Follow übrigens. Gerne auch auf dem LFM-Kanal schauen. Guck mal, habe ich den hier verlinkt übrigens? Ja, genau, der zweite Link.
Da läuft Donnerstags Pro Series und sonntags das Endo-Rennen und einmal im Monat noch die VEM, die ja auch in 1,5 Wochen, glaube ich, wieder ist. Ne? Da sind wir 12 Stunden ebenfalls auch auf Kota unterwegs. Bin ja auch gespannt, was da so ja, zu sehen sein wird. Auch immer ein sehr, sehr starkes Feld, was wir da sehen. Auch mit ja, weit über 30 Teams normalerweise. So, Boxenstopps gehen gerade so ein bisschen los. Pierre Meyer haben wir gesehen. Christian Brandl ist gerade in der Box, beziehungsweise jetzt schon wieder im Begriffen, hier mal rauszufahren. 37 Sekunden stand der. Pierre Meyer, der stand noch gar nicht. Der ist immer noch auf dem Weg dahin. Marcel Lang muss noch rein. Lukas Santa, Kraus, König waren alle drin. Ben Utzer steht da schon lange drin. Also haben wir aktuell noch tatsächlich 13 Fahrzeuge, die hier ja, auf der Strecke unterwegs sind. Halbe Stunde noch, nach einer halben Stunde schon sehr, sehr ruhig geworden. Hatten doch einige Unfälle, muss man sagen. Urush Radejor gleich in der ersten Runde. Dann haben wir hier Ohlinger gesehen, glaube ich, war das. Nee, Utzer war das. Warum verwechsel ich die immer? Nee, Ehler war das. So, jetzt habe ich es. Ehler war das, auf der 8. im Moment, der da weggerutscht ist. Dann haben wir da ein bisschen, ja, GT3s Mikado gespielt in Lecompte, muss man sagen. Drei Autos mal ineinander, übereinander, wie auch immer. Sah auch sehr interessant aus, aber zu dritt, ja, ist es sehr, sehr eng. Einer rutscht mal weg, trifft den anderen und dann geht's, ja, in Kettenreaktion weiter. Der ein oder andere hier, Lukas und, war das Geda, glaube ich, die ja beide profitiert haben auf der 8, auf der 9. Haben sich da gleich mal ein paar Positionen wiederholen können. So, gucken wir mal. Meyer immer noch in der Box. Der dürfte aber schon wieder fast unterwegs sein. Jawohl, gucken wir mal. 32,2 Sekunden Standzeit. Also ein sehr, sehr guter Stopp hier. Da sollte er nicht so viel Zeit verloren haben. Aufpassen hier beim Exit. Und sollte hier locker mal auf der zweiten Position bleiben. Mal gucken, Jan-Philipp Nürnberg, ob der jetzt reinkommt. Jawohl, der kommt rein zu seinem Boxenstopp. Philipp Noack, der ist hier gerade Richtung der Schikane unterwegs. Auch jetzt hier wahrscheinlich gleich in die Box fahrend. Witzmann, Ohlinger, Lang würden noch fehlen. Und dann haben wir alle in der Box gesehen. Ja, mal sehen, ob sie noch irgendwas entwickelt. Sonst werden das relativ entspannte 27 Minuten hier für die Fahrer. Zumindest zweikampftechnisch, auch für uns hier. Strecke immer noch optimal. Regen wird es wohl keinen mehr geben. Also das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Werden sie hier alle nacheinander reinkommen. Mal gucken, ob Lang noch reinkommt. Dann hätten wir sie nämlich alle durch. Jawohl, dann können wir die Boxenstopps ausmachen. Und dann, ja, schauen wir mal, ob es noch irgendwas ergibt hier und da. Ihr seht es, am Mittelfeld ist es ja doch dann relativ weit auseinander. Gehen wir auf Pierre Meyer drauf. Was sage ich gerade schon? Aber Lukas Santa ist eine, ja, 1,8 Sekunden am Brandl dran. Gucken wir mal jetzt hier letzte Runde. 2,19. Und Brandl war gerade in der Box. Lässt sich nicht ganz so vergleichen. Müssen wir mal gucken, ob hier Brandl sich nochmal wehren muss. Ja, Axel, habe ich gesehen am Samstag. Oder samstags. Dass du da gut mithalten kannst. Wird ihn ärgern. Ich glaube, weiß ich, wahrscheinlich vor ein paar Seasons, da ist er vorne auch noch gut mitgefahren, würde ich mal fast behaupten. Aber nach und nach haben sich viele verbessert, beziehungsweise kamen ja auch noch einige gute Fahrer dazu. Und jetzt ja, hat er doch hier und da mal was zu knabbern, sage ich mal. Aber man wird nur schneller, wenn man auch mit schnelleren fährt, sage ich mal so. Also das ist ja nicht schlecht und hat immer eine Herausforderung. Einmal hat er mich ja leider geschlagen, ganz knapp, auf Kota. Aber sei es drum. Nee, er meint nicht Marcel Lang. Lama KMH, so heißt der Kanal. Ein Streamer ist das, der eine Dienstagsliga, eine Samstagsliga hat und sonntags quasi Open Lobby fährt. Da fahre ich die GT4-Meisterschaft mit. Die fahren ja mal abwechselnd GT4 und GT3 jede Season. Diese Season ist wieder GT4 dran. Ein bisschen mit dem Alpine unterwegs. Und ja, GT3 habe ich letzte Season mitgefahren. Die ersten zwei Rennen liefen gut. Die anderen, die ich gestreamt habe, dann meistens liefen irgendwie nicht so gut. GT4 läuft sehr gut, muss man sagen. Platz 4, Platz 3, Platz 1 oder sowas bisher. Mal gucken, was Indy wird. Mal gucken, Podium rechne ich mir durchaus aus. Aber schauen wir mal, wer damit fährt morgen. L3 im Jaguar dann, oder was? So, jetzt gucken wir mal, Lukas Santa, der macht jetzt Druck auf Brandl, also der kann da auf jeden Fall mal mindestens mithalten, wie es aussieht. Standzeit bei beiden ein bisschen, nee, bei Hunter sehr lange, 67 Sekunden, Brandl 37 Sekunden, Tick länger gestanden als normal, vielleicht eine kleine Reparatur dabei gewesen, haben wir vorne was verpasst. Vielleicht wahrscheinlich durch die Boxengasse oder wahrscheinlich da einer gerade aus der Box gekommen, wird man davor lang. Ja, Brandl Hunter, da muss er ausweichen, außenrum. Wird aber jetzt nicht für einen Angriff reichen. Oh, der BMW macht sehr viel Platz. Ja, vielleicht lässt er ihn auch vorbei, denkt sich so, na, fahr mal vorbei, bevor wir hier noch aneinander geraten.
Hat er ja sehr, sehr gut Druck gemacht. Hier jetzt Horror-Mahlzeiten lassen natürlich nicht so gut vergleichen, dadurch, dass sie im Zweikampf und in der Box waren. Aber Hunter jetzt erstmal hier auf die 10. Position gegangen. So, alle wieder auf der Strecke unterwegs. Immer eine gute Möglichkeit, nochmal auf die Position Delta zu schauen. Da kann man nämlich jetzt mal schon mal so ein Zwischenfazit ziehen und sehen, da ganz vorne hat sich am Ende jetzt auch nichts getan. Ja, fast alle gewonnen, weil ja der Rest quasi runter ist. Nur Martin Kraus, 8 Positionsverluste und auch Oliver Gehle auf der 8. Position mit 3 Verlusten. Alle anderen doch sehr viel gewonnen zum Teil. Wittmann 8 auf der 6. Dann haben wir Lukas auf der 9, ja, mit 9 Positionsgewinn und Christian Brandl gerade immer noch mit 8, auch wenn Lukas Hunter gerade vorbei ist, der Ferrari, der sich jetzt wieder auf der Startposition befindet. Wird hier wahrscheinlich auch wegfahren, wie es gerade aussieht. Ja, ein bisschen Körb mitgenommen, jetzt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Viel weiter nach vorne wird es aus eigener Kraft wohl nicht gehen. 24 Sekunden auf Lukas auf die 9. Müsste, glaube ich, sogar der Teamkollege sein. Jawohl. Beiden Teamkollegen hier auf der 9, auf der 10. So, Nürnberger. Seine Aufgabe könnte vielleicht noch sein, seine schnellste Runde zu verbessern. 17.8.1.2 ist er gefahren, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Pierre Meyer dahinter, gucken wir mal, müsste eine 18.5 ungefähr gesetzt haben. Ja, 18.4, 8.7. Also, ja, 7 Zehntel langsamer in der schnellsten Runde. Also ähnlich wie im Qualifying. Aber hier zeigt sich auch wieder, ja, dass im Qualifying doch schon mal so ein bisschen abgesteckt wird, wer hier wo mitmischen wird. Ja, morgen haben wir ja tatsächlich bei LFM einen kleinen Kalenderwechsel. Wir wären eigentlich Laguna Seca gefahren. In den 25 Minuten gab es aber wohl ein bisschen Probleme. Da gab wohl einige Freezes auf dem Server, deswegen wurde er zu Brands Hatch gewechselt. Auch eine sehr, sehr schöne Strecke. Auch eine sehr enge Strecke, gefällt mir sehr gut. Misano, wie gesagt, bin ich heute auch schon zweimal gefahren, 45 Minuten. Das werden wir uns morgen angucken. Und dann denke ich mal, ja, GT4, weiß gar nicht, was da ansteht. Schauen wir mal kurz nach, wir passen ja gerade nicht so viel hier. Werden wir dann auch uns angucken. Watkins Glen, sehr schön. Ja, M2 habe ich überlegt, ob ich das auch nochmal mache. Bin ich letztens übrigens auch gefahren auf Misano. Mal gucken. M2 Snetterton, ob da welche fahren. Vielleicht gucken wir uns das mal an. Ist natürlich noch mal ein bisschen gemütlicher, die ganze Geschichte. Gehen wir hier auf Philipp Noack rauf derweil. Aber sehr schönes Racing. Also kann ich nur empfehlen, auch mal nicht GT3 zu fahren. Kann man auch ein bisschen was lernen. Weil GT3, habe ich gemerkt, bin ich letzte Zeit nicht so viel gefahren. Hauptsächlich GT4. Da merkt man dann doch schon, wie agil so ein GT3-Fahrzeug ist. Wenn man sich mal ein bisschen verbremst, dann ja, kriegt man die Karre doch nochmal irgendwie um die Kurve. Ist beim GT4, beim M2 nicht ganz so der Fall. Pierre Meyer, weiße Flagge. Nur kurz 3 Sekunden zurück. Hat auch schon 13 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Gucken, ob hier irgendwas passiert ist oder ob es irgendein Anzeigefehler ist. Noack nämlich schon 2,5 Sekunden dran. Oh ja, da leichter Quersteher. Uiuiui. Nicht aus der Ruhe bringen lassen hier, Pierre. Die zweite Position kannst du dir hier eigentlich relativ easy holen, sage ich mal. Also noch hat er ein bisschen Vorsprung. Aber klar, auch hier, wenn du so vor der Herr gondelst, kannst du mal einen Fehler machen. Vielleicht gerade dann kannst du mal einen Fehler machen, weil du nicht mehr ganz so konzentriert bist, weil du da keinen hast, auf den du aufpassen musst. Jetzt sind wir wieder am Live-Bild und sehen jetzt Philipp Noack. Ja, der schnuppert vielleicht auch nochmal an der zweiten Position. Philipp Witzmann dahinter. Darf man auch noch nicht ganz abschreiben, würde ich sagen. 20 Minuten haben wir noch da auf der Uhr ungefähr. Ja, dahinter Ohlinger auf der 5 schon 7 weg. Dahinter passiert im Moment nicht viel. Hunter auch schon 5 Sekunden jetzt ausbauen können auf die 11. Position. Hat man ja gesehen, wie er da vorbeigelassen wurde vom BMW. So, meine Kamera kann ich auch nochmal irgendwie hier sieht auch schon wieder alles nicht aus. Warte mal. So viele Kameraeinstellungen. Ja, sieht schon ein bisschen besser aus. So. CD kein. So, Philipp Noack, der geht mal ein bisschen off-track. Kann ich mal kurz gucken. Apropos off-tracks. DTs hatten wir noch keine. Mal gucken, ob wir noch eine bekommen. Wenn es eine gibt, das würde auf jeden Fall nochmal den einen oder anderen Positionswechsel bedeuten. Denn da verliert man noch sehr viel Zeit. Und ja, wir sehen es ja zumindest einstellige Abstände weitestgehend noch in den Top 10. Aber da wird man einiges an Punkten verlieren hier. Moin, Ben. Ja, nur noch 12, na 13 sind es, oder? Ja, König fährt auch noch. Nur noch 13. Ich warte noch auf den Tag, wo ich Julie sehe, wie sie fährt. Ich habe gehört, sie fährt, aber ich habe sie noch nie fahren sehen.
Ja, übrigens, so beim Alpine, beim GT4, den ich fahre, habe ich tatsächlich die Setups bis jetzt selber gemacht. Immer das Aggressive genommen und ein bisschen rumgeschraubt. Ich weiß zwar nicht ganz, was ich da immer mache, aber ist tatsächlich hin, dass es halbwegs fahrbar ist. Und ja, bis jetzt reicht es auch für ganz gute Ergebnisse, muss man sagen. Ja, auch sehr super. Ach, Automobilista fährst du? Oh, das bin ich schon ewig nicht mehr gefahren. Würde ich auch mal, oder müsste ich auch mal wieder machen. Weiß gar nicht, wie sich das da so entwickelt hat. Ja, leider auch, ja, eine coole Simulation. Fahrphysik weiß ich, wie gesagt, nicht. Bin ich jetzt ewig nicht gefahren. Aber Grafik sieht sehr gut aus. Du hast eine sehr, sehr große Auswahl an Strecken. Auch sehr viele historische Strecken hat man da. Auch an Fahrzeugen natürlich. Also Potenzial wäre an sich da. Ist auch, ich weiß nicht, Multiplayer ist da inzwischen ein bisschen mehr los. Früher waren immer so 2, 3 Server vielleicht mal ein bisschen was. Aber jetzt nicht so die Massen leider. Aber ich sag mal, so für sich selber fahren. Oder ja, vielleicht gibt es ja auch Ligen wahrscheinlich. Nehme ich mal an, dann kann man vielleicht auch mal farmen. Wollten wir bei LFM ja auch einführen, aber servertechnisch irgendwie stecke ich nicht ganz drin. Das ist nicht so optimal gelaufen. Deswegen R-Faktor 2, wo wir, ja, denke ich mal, vielleicht nächste Season auch nochmal ein paar Änderungen haben werden. Schauen wir dann mal. Ein paar Wochen sind es ja noch. So, immer ein bisschen durchs Feld hier. Marc Wittmann auf der 6. 8 Positionen gewonnen. Simpanse, moin. Johnny, danke für den Raid. Hallo. Ja, alles fit ist, alles super. Wir machen ein bisschen Just Chatting gerade, mehr oder weniger, mit etwas Bildmaterial im Hintergrund. Gab doch einige Unfälle, einige Autos runter, 5 Stück. Also ein Auto noch in der Box, 13 noch am Start hier, auf der Strecke zumindest. Und ja, vielleicht geht da vorne zwischen Meyer und Noack noch ein bisschen was. Mal gucken, 2,5 Sekunden halten sich da. Wir können ja mal den Zeitenvergleich sonst machen. Was sehen wir da? 2,18,6, 2,19,1 bei Noack, bei Pierre Meyer 2,18,8. Davor war wahrscheinlich der Dreher mit der 21,8. Also da hat er letzte Runde wieder 4 Zehntel ausbauen können auf Philipp Noack. Ich denke mal, das wird er jetzt hier nach Hause schaukeln. 18 Minuten sind hier noch zu gehen. Nürnberger da vorne in der eigenen Liga unterwegs. Ja, dazu müssen wir ein bisschen was zu tun, die ersten 10 Minuten. Aber am Ende wird es dann hier wohl doch für Position 1 sehr, sehr wahrscheinlich reichen. Achso, mit Doktor fährst. Ah, sehr schön. Fahrt ihr auch GT3 oder fahrt ihr auch andere Sachen? Ich bin zum Beispiel die alten Formel 1 Wagen gern gefahren, auf den historischen Strecken zum Beispiel. Also Imola komplett ohne Schikanen und so, auch mal eine ganz andere Sache. Oder Monza komplett ohne Schikanen gibt es, glaube ich, auch. Spa natürlich auch noch ältere Versionen. Und ja, Copper Truck, das sind die großen Trucks, habe ich auch mal gefahren. Junge, Junge, die sind ganz schön schwierig zu fahren, finde ich. Da unterschätzt man das einfach mit der Geschwindigkeit, weil die so riesig sind und, ja, keine Ahnung, die mal um die Kurven zu bekommen. Gar nicht so einfach, fand ich. Aber es ist schön, mal auch mal andere Strecken, historische Strecken kennenzulernen oder andere Fahrzeugklassen, weil hier in der ACC, sage ich mal, 90% wird wahrscheinlich GT3 sein. Bisschen GT4, M2 vielleicht auch nochmal. Die Cup Porsche weiß ich gar nicht, ob die noch irgendwo groß gefahren werden. Vielleicht ein Multiclass mal. Und ja, soll der GT2 vielleicht nochmal kommen? Das wird interessant. Also Multiclass wird da nochmal einiges interessanter werden. GT4 ist ja auf den Geraden nochmal deutlich schneller als die GT3 ist. Wir haben ja schon den Ferrari Challenge haben wir ja und den Super Trofeo, den Lambo. Die sind ja so GT2 Klasse, würde ich mal sagen. Auf den Geraden sehr, sehr stark. Paul Ricard schafft der Ferrari 300, glaube ich. Bisschen drüber sogar, vielleicht. Und dann in den Kurven natürlich deutlich langsamer, müssen früher bremsen. Kennt man hier, ja, zwischen den Cup Porsche und GT3 ist vielleicht auch so ein bisschen hier, zum Beispiel an der Stelle, wenn du hinterm Cup Porsche mit dem GT3 fährst, dann musst du wissen, dass der Cup Porsche hier lupfen muss. Und wenn du das nicht weißt, dann musst du selber lupfen in die Bremse gehen und dann, ja, wird es vielleicht mal ungemütlich im Auto, weil das Heck dann mal kommt. Also das muss man dann auch wissen. Auf die Runde gesehen, natürlich die Cup Porsche hier zum Beispiel etwas langsamer, gar nicht viel. 1, 2, 3 Sekunden, glaube ich, sind es sogar nur. Aber natürlich, ja, auf den Geraden den großen Vorteil gegenüber den GT3s. Zetabu, danke für den Follow. Herzlich willkommen. Ja, leider nicht super spannend hier. Wird Mittwoch auf jeden Fall spannender werden. Da ist immer sehr, sehr viel los. Morgen gucken wir mal, wie spannend es wird, wie ich mich da anstelle im Alpine. Und dann gibt es ja Donnerstag die Pro Series auf dem LFM-Kanal natürlich dann wieder. Müssen wir mal gucken, wer da macht. Weiß nicht, ob Andi wieder Zeit hat. Der war ja an der Schleife diese Woche. was steht denn da an als Strecke? Ah, Valencia, Ricardo Tormo. Haben wir da. Eine Stunde. Ja, bin ich 3 Stunden letztens gefahren. Ja, Strecke
weiß ich nicht, auch doch eine oder andere Cut-Gefahr auf jeden Fall. Sehr, sehr technische Strecke, gar nicht so einfach zu fahren. Aber wenn man dann den Flow erstmal raus hat, kann man da auch sehr, sehr gut racen, würde ich sagen. Relativ zweikampfstark, sage ich mal, da auf der Strecke. Verleitet gern mal zum Diven, muss man sagen. So, wir können mal auf den Rennkalender sonst nochmal schauen. So, mal gucken, Suzuka, dann am 5. Juni, eine Stunde fahren wir da. Mal gucken, wie viele dann dabei sind, wie viele dann auch zu Ende fahren. Auch keine einfache Strecke, die aber trotzdem sehr Spaß machen kann. Die S ist am Anfang natürlich auch immer gut für Zweikämpfe gerne mal, wenn man sich daneben setzt. Natürlich die Hartnadelkurve und die 130R, die Lieblingskurve des AMGs, würde ich mal fast sagen. Monster, nochmal eine ganz andere Hausnummer. Sehr, sehr viel geradeaus, harte Anbremszonen. Auch immer, gut für Unfälle natürlich in den ersten Kurven, sage ich mal. Silverstone auch eine super Strecke zum Fighten. Viele schnelle Kurven, sehr lang, vor allem sehr breit die Strecke. Kann man auch sehr, sehr gut fahren. Und Garoring dann das Gegenteil, überholen dann eher schwierig wiederum. Misano, auch da die Trackcuts wieder so eine Sache, überholen nicht super einfach, aber möglich. Imola, wieder so ein Klassiker. Da kann man ja doch inzwischen relativ viele Curbs mitnehmen, habe ich gesehen. Also gucken wir mal, was da geht. Sandford wird wieder sehr schwer zum Überholen werden. Und Brands Hatch auch eine super Strecke, wie ich finde zumindest. Natürlich keine einfache, wird dann das Finale am Ende sein. Am 31. Juli. Das Ganze dann 1,5 Stunden. Also, da kriegst du einen richtigen Drehwurm bei den, glaube 8 Kurven sind es ja gerade mal auf der Strecke. Das ist ja schon die GP-Strecke. Gibt ja noch die, heißt die Indy-Strecke? Glaube ja. Hier, glaube ich, nur 4 Kurven. Ich letztens in R-Faktor gefahren, glaube ich. Mit den BTCCs. So, Pierre Meyer 18 Sekunden hinter Nürnberger. Was sagen jetzt die Zeiten? Da ist Pierre Meyer eigentlich schneller. Irgendwie hängt das hier bei 2,5 Sekunden in der Anzeige. Kommt aber eigentlich doch relativ gut hin. Aber ist hier schneller als Philipp Nowak. Wird da wohl Zweiter werden. Und mal Witzmann, ob er noch rankommt. Machen wir da mal den Zeitenvergleich. Fährt hier 2,18 Mitte bis hoch. Witzmann fährt hier einen Tick langsamer. Also muss hier eher abreißen lassen von Philipp Nowak. Der mit natürlich wieder weitere wichtige Punkte holen kann für die Gesamtwertung. Also ist sich super spannend für ihn natürlich hier. Aber wichtig für die Meisterschaft. Max Ohlinger sehen wir hier mit 18 Mitte bis 18 hoch mal. Gucken wir mal da Richtung P4 vielleicht. Na, Abstand 6 Sekunden. Er holt jetzt zwar eine halbe Sekunde pro Runde im Moment auf. Aber wird wahrscheinlich eher knapp werden. Tatsächlich in den letzten 12 Minuten. Also so ungefähr 6 Runden, die wir fahren, da noch aufzuholen. So, Wittmann, was fährt der? 19 hoch, 20er letztes Mal. Marcel Lang fährt hier 19 bis 20er. Gela ebenso hier auf der 8. Position. Da wird sich wohl nicht super viel tun. Dann haben wir den Lukas, der fährt hier über 20er Zeiten. Also da verliert er ja auch ein bisschen nach vorne. Sein Teamkollege ist ein Tickchen schneller. Mal gucken, 15 Sekunden sollten aber reichen, um hier vorm Herrn Hunter zu bleiben im Moment. Randl, der fährt 21-22er Zeiten. Der hat hauptsächlich davon profitiert, dass da einige Fahrzeuge runter sind. Ist ja von ganz hinten gestartet. Hatte keine Zeit gesetzt. Ich nehme mal ganz stark an, dass es da eine Strafe gab, weil der war gar nicht draußen im Qualifying. Jetzt hier immerhin fast an den Top 10 dran. 12-13 Sekunden ist er dran. Da wird es wahrscheinlich aber auch nicht hingehen. Schöner Triff gerade von Martin Kraus hier. Ah, der wird wohl auch nicht so gute Laune haben. Ist hier mit 8 Positionsverlusten am Gange auf der 12. Moin Schüttel. So, König sehen wir hier hinten noch. Der ist aber nicht im Zweikampf hier. Und dann in der Box Benutzer, der aber nicht mehr rausfahren wird. Ja, würde ich sagen, gehen wir auf Nowak und Meyer. Vielleicht passiert da ja nochmal was. Die sind zumindest noch in Sichtweite hier auf der 2, auf der 3. Bisschen verliert er da angeblich, obwohl jetzt ist er 2 Sekunden dran. Also da hat er letzte Runde ein bisschen was aufgeholt. Ah, können wir gespannt sein. Vielleicht geht da ja nochmal was in den letzten Minuten. Ja, letztens die Renntrucks, wo wir schon dabei waren in Real Life, sind die auf Brands Hatch gefahren. Glaubt man gar nicht. Da passen auch tatsächlich zwei von den Teilen nebeneinander. Sieht auch sehr, sehr spektakulär aus auf jeden Fall. Otto Müllister 1 bin ich noch nie selber gefahren, muss ich sagen. Otto Müllister 2 bin ich gefahren. R-Factor bin ich gefahren. iRacing bin ich, glaube ich, eine halbe Stunde mal gefahren. Da habe ich auch keine Ahnung von. HC gelegentlich mal. Was habe ich noch gehabt? Ja, ACC natürlich.
schon wieder irgendwas noch vergessen. So simulationstechnisch jedenfalls. Sonst bin ich früher Grand Prix 3 und Grand Prix 4 gefahren. Auch sehr, sehr schöne Rennspiele. Noch mit Tastatur. Aber wenn man da einen Unfall gebaut hat, da sind die Reifen abgeflogen richtig. Und da wurde man richtig weggeschoben von den Marshalls. Aber die sind auf die Strecke gekommen, haben einen weggeschoben, auf den Kran gehoben und weg von der Strecke. Das habe ich nie mehr so gesehen tatsächlich. Auch sehr, sehr cool. Aha, interessant. Ich glaube, das ist nochmal ein Thema für einen anderen Stream. Ja, Grand Prix 4, das ist so die Season 2001, glaube ich, ne? So mit Barrichello, Schumacher, Coulthard, Häkkinen, Heinz-Harald Frenzen und wie sie alle hießen. Ach ja, da habe ich noch Formel 1 geguckt damals. Monaco gab es da auch schon, ja genau. Ich weiß gar nicht, ob das schon, oder ob das noch mit den engen Wänden war, auch unten in der Schwimmbadschikane. Ist ja alles ein bisschen offener seit vielen, vielen Jahren. Früher war das ja alles Leitplanke. Ja, ich frage mich, wie lange die Formel 1 da noch fährt. Ich meine, die passen da jetzt kaum noch da rein. Oder kommen da fast kaum noch rum. Vor allem da um die, wie heißt die Kurve, die 180-Grad-Kurve. Kommen da ja kaum noch rum. So, Pierre Meyer kommt hier sehr gut um die Kurven mit dem einen oder anderen Drift. Weiß nicht, ob da gerade vielleicht die Reifen etwas einbrechen. Wir sehen es nämlich hier nur jetzt 1,8 Sekunden dran. Also, da geht vielleicht doch mal was. Ach so, Doktor, meinst du das? Ja, weiß ich nicht. Aber es gibt auch einen Deutschen, der relativ erfolgreich bei den Trucks ist, oder? Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber der hat doch, glaube ich, auch relativ viel gewonnen. Hält mir gerade mal so ein. Wenn ihr immer am Trödeln seid. Ich stelle mir gerade Julie vor, wie sie sich so wie... Es gibt ja so ETS-Streamer, die haben sich ja auch so einen Rig quasi gebaut. Die haben ja auch so richtig Interieur vom Truck. Ich stelle mir vor, wie Julie auch so ein Interieur-Truck hat. Oder Interieur vom Truck hat. Aber als Renntruck halt. Und dann hier immer schön rumkurbelt. Oh, Noack, der könnte nochmal rankommen. Also, ich weiß nicht, was bei Pierre Meyer gerade los ist. Der fährt hier. Schauen wir mal. Jetzt müsste es neue Zeiten geben. Ja, 19-0. Pierre Meyer ist links. 19-0. Davor auch fast eine 19-0 gefahren. Davor auch fast 19-0 gefahren. Also, da hat Philipp Noack tatsächlich 1,5 Sekunden aufgeholt jetzt die letzten paar Runden. Also, gibt nochmal ein kleines Finale hier. 7,5 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Nürnberger vorne auf und davon 20 Sekunden. Da ist natürlich weiterhin keinen Fehler erlauben. Hier und da mal eine Überrundung. Aber sonst, glaube ich, ist da vorne nicht super viel los. Wir gucken mal, ja, was Philipp Noack jetzt hier noch ausrichten kann. So viel Zeit ist nicht mehr. Halbe Sekunde hat er jetzt ungefähr im Schnitt pro Runde aufgeholt. Aber können nochmal richtig, richtig knapp werden, die letzte Runde vielleicht. Mal gucken, ob Pierre Meyer da jetzt noch sauber durchkommt. Wenn er sich noch ein paar Quersteher leistet, dann wird es natürlich umso einfacher für den Andrew Griffiths BMW hier auf der dritten Position. Ja, wir behalten das mal im Bild. Woanders, ja, verpassen wir ja nichts. Bleiben wir mal schön drauf hier. Ja, Timo, genau sowas. Nee, Julie hat keinen Platz. Dann musst du die Mitbewohnerin rausschmeißen. Nee, Spaß. Bin ja auch froh, dass ich hier so ein halbes Rig stehen habe. Also ich habe es ja quasi ein Rig, aber ohne die Bildschirme quasi. Kann man noch reinstecken, aber ich habe da quasi ohne das Gestell für die Bildschirme. Schiebe ich hier immer schön an den Schreibtisch ran. Und dann passt das auch. Ich bin eh dabei, gerade die ganzen Möbel auszutauschen. Die nächsten ein, zwei Wochen müssten noch diverse Schränke kommen. Da muss noch ganz, ganz viele andere Dinge machen. Ja, mehr Platz habe ich dann nicht, aber sieht dann hoffentlich gemütlicher aus. So, wird es für Pierre Meyer nochmal ungemütlich, ist die Frage. Noch hält sich hier so der Abstand von 1,5 Sekunden. Da fahren wir hier ein paar Meter beim BMW mit. Da vorne sehen wir den Audi-Piloten. Da warst du lang gerade nochmal unter 2 Sekunden am Platz 6 dran. Wird auch noch eine knappe Geschichte werden. Vielleicht gucken wir da mal in den letzten 3 Runden. Was sehen wir denn da? Ja, auch 1,5 Sekunden aufgeholt im Schnitt die letzten 3 Runden. Gucken wir mal, ob da nochmal was geht. Marcel Lang hier auf der 7. Wäre sein 5. Positionsgewinn. Schöner Drift hier. So wird das natürlich nichts mit Position 6. Nochmal schön die Reifen angeheizt hier. Moin, kennst du mich? Da ist er ja. Auch schon noch von dir gesprochen. So, 1,5 Sekunden. Ja, letzte Runde. Gucken wir mal wieder rein. Ah, da waren die sehr ähnlich, muss man sagen. 18,7 beide.
Also die Runde hat er nicht nutzen können, um wieder ranzukommen. Beziehungsweise Pierre Meyer mal wieder ein bisschen schneller gewesen. Ich denke, er wird zufrieden sein hier mit P2. War ihm durchaus bewusst, dass da Nürnberger, ja, da wahrscheinlich uneinholbar sein wird, wenn er da vorne wegfährt. Was er ja getan hat. Also mal schauen. Letzte Season war es, glaube ich, Hillegeist, der da vorne doch sehr, sehr oft weggefahren ist, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Weiß gar nicht, fährt er noch mit? Heute auf jeden Fall nicht. Heute ist es Nürnberger, der sich wahrscheinlich heute den 6. Sieg im 7. Rennen holen wird. Oh, immer wieder kleine Quersteher, passen die Reifendrücke vielleicht nicht. Oder ein bisschen zu heiß geworden. 32 Grad Strecke, 26 Grad Lufttemperatur. Also könnte durchaus sein. Ja, mit jedem Quersteher wird es ja auch nicht einfacher, muss man sagen. Kennt man aus dem Porsche vor allem. Ein, zwei Quersteher, dann heizen sie sich immer mehr auf. Da das ja auch ein heckgetriebenes Fahrzeug ist, da brauchst du natürlich die Traktion auf der Hinterachse. Ja, wir haben darüber gesprochen vorhin. Fährst du Dienstagslama auch mit? Weil ich hatte gesagt, der eine oder andere fährt dienstags letzten Rennen nicht mit, der auch vorne mitfahren könnte. Deswegen habe ich da ja immer Tamo vor mir, Hatcher ist noch vorne mit dabei, schon wieder ein Quersteher hier von Pierre Meyer. Deswegen lande ich da immer in den Top 5 im Moment. Aber du bist ja auch relativ fix eigentlich. So, 3,5 Minuten, der Führende geht jetzt über die Linie, das heißt, 2 Runden fahren wir noch, damit hätten wir dann 26 Runden absolviert am Ende des Rennens. Ach, du hast sie ausgetragen, okay. Ja, ist meine zweite Liga in meinem Leben, die ich so mitfahre. Ich bin, glaube ich, bei Scopo mal eine Liga mitgefahren und bei Lama jetzt, beziehungsweise, nee, dritte ist es, also, ja, also, zweite Community, wo ich mitfahre, sagen wir es so, dritte insgesamt, dritte Season, wo ich auch mal Liga mitfahre. Aber ich will jetzt mal nochmal eine Chance. Wobei, heute LFM, heute Nachmittag lief Misano relativ gut. Erstes Rennen waren nur 19 Fahrzeuge und das zweite waren 40, einmal P, zweimal P4, ich weiß es gar nicht. War sehr erstaunt, dass ich da so weit vorne gelandet bin, aber war jetzt auch keine übelste Schwitzerlobby, muss man dazu sagen. Ich war auf Platz 6 gelistet mit meinen 2200 Elo. Aber hey, nehme ich trotzdem mit, hatte ein gutes Rennen. Hab noch meinen Tamo anbuppen können. Der reportet mich bestimmt, hab ihn nach der Linie nochmal getroffen. Bin ich noch in 28 Tage bin wahrscheinlich. Hast nochmal Zeiten gejagt, was bist du denn gefahren? Genau. Hat schon die Besten getroffen, Leute, an Bans, also. Sascha wurde auch schon gebannt, 3 Tage, weil er Schilder umfährt. 34,4, okay, ich bin 34,6 im Quali gefahren, im Rennen 34,8, glaube ich. Da bin ich nicht so weit weg. Aber Ferrari fährt sich da auch sehr gut, muss ich sagen. Mal gucken, ja, wie sich das die nächsten Monate entwickeln wird. Die neuen Fahrzeuge natürlich relativ gut. Wäre auch ein bisschen blöd vom Kunus, wenn die nicht gut wären. Dann würde sie ja keiner kaufen, logischerweise. 500 Rennen. Ja, ich wurde gebannt, war ich auch noch nie. Ich habe in meinem Leben 2 Strafen bekommen. Ich habe jetzt 230 Rennen oder so. Ich weiß es gar nicht. Irgendwas um den Dreh rum. Meine erste Strafe übrigens von Felix bekommen, von Brüdern. Die zweite habe ich erst letztens bekommen im Endo. Aber gut, bin ich einfach in reingerutscht. Ja, ich fahre ja gar nicht so viel. Also, dass ich heute 2-mal gefahren bin, ist ja schon sehr, sehr viel. Weil, ja, tagsüber schaffe ich vielleicht mal zu fahren, abends eher weniger, da gucke ich mir die Rennen ja eher an. Ja, keine Ahnung, manchmal auch noch andere Dinge zu tun. So, Nürnberger müsste jetzt in die letzte Runde gehen. Pierre Meyer guckt hier, dass er noch seine 1 Sekunde hält. Geht jetzt auch gleich in die letzte Runde mit Philipp Murg auf der 3. Position. Witzmann, Mohlinger, ja, Wittmann-Lang wird wohl auch nichts mehr passieren. Wäre vielleicht nochmal spannend geworden. Marcel Lang ja leider mit einem kleinen Quersteher da. Die beiden, ja, Lukas... Auf der 9, auf der 10, 6 Sekunden auseinander. Da hat Ferrari, glaube ich, auch ganz gut aufgeholt. Davon waren es doch 15, oder? Wir können ja mal ganz kurz reinschauen. Ja, wollte gerade sagen, 7 Sekunden aufgeholt. Also da ist er dann mal nochmal schneller. Wird aber auch nicht mehr reichen, um da anzugreifen. Also Philipp Noack das letzte Mal durch La Source. Und dann geht es jetzt auf die letzten 7400 Meter offiziell. Martin Kraus wartet wahrscheinlich hier. Nee. Nur kurz gelbe Flagge. Egal, gucken wir jetzt nach vorne. Ja, auf die letzten 7 Kilometer hier und dann, ja, haben wir das Rennen geschafft, was, ja, ein, na, kann man fast sagen, denkwürdiges Rennen war, ich weiß es nicht.
Letzte Montag Street Racing war irgendwie ähnlich. Da sind auch sehr, sehr viele runtergegangen. Auch nicht mehr so viel los. Könnte man ja gemeinerweise sagen, sollen wir mal zusammenlegen, aber natürlich Quatsch. Er hat ja noch auch ein Gran Turismo 7 liegen, in Formel 1 glaube ich auch nochmal 4 liegen. Auf der PlayStation ACC gibt es ja auch nochmal 1-2 liegen. Aber die haben ja ganz, ganz viele liegen. Hier ist ja nur eine von mehreren. Hier ACC. Ja, Split 1, Split 2 haben wir auch noch. Weiß nicht, wie es da lief. Ich hoffe, ein bisschen besser und ein bisschen spannender. Ja, lang nochmal 1,5 Sekunden dran, dann wird man an der 6. Aber ich denke, das wird nicht mehr reichen. Wir bleiben noch, glaube, lohnt nicht mehr. Wir gehen jetzt nach vorne mal hier zu Jan-Philipp Nürnberger, der sich den ersten Platz holt, 6. Sieg holen wird, damit seine Position in der Gesamtwertung ganz vorne behaupten wird. Eigentlich doch ein, ja, Sieg nach Plan, mehr oder weniger. Anfang musste er sich nochmal 1-2 Autos wiederholen. Aber am Ende hat es hier doch locker gereicht. Fast eine halbe Minute insgesamt rausgefahren. Pierre Meyer natürlich da auch ein paar Quersteher gehabt. Aber auch rein pace-technisch Nürnberger. Ja, mit einer 17.357, wenn das stimmen sollte. Deutlich, deutlich schnellste Runde gesetzt hier auf dem Kurs hier. Jetzt geht es das letzte Mal in die Schikane rein. Und damit, ja, ist die Sache auch gebongt hier. Jan-Philipp Nürnberger gewinnt das Rennen. Glückwunsch an ihn hier. Hatte aber auch keine ernstzunehmende Konkurrenz heute, muss man leider sagen. Aber ja, kann auch nichts für Pierre Meyer. Der wird sich hier auf die zweite Position retten, wenn er sich komplett vergeigt. Aber da bin ich mir sicher, dass er das hier nach Hause führen wird und damit sich, ja, eine zweite Position holt. Seine beste Position, glaube ich, in dieser Season. Einmal nicht mitgefahren, 3 DNFs, 2 dritte Plätze und jetzt hier nochmal einen zweiten Platz. Also heute mal wieder ein gutes Rennen. Hoffen wir, dass das sich noch ein bisschen so durchzieht. Philipp Noack heute, ja, nicht viele Zweikämpfe gehabt, aber trotzdem eine sehr, sehr gute dritte Position. Sollte sich da auf der zweiten insgesamt halten. Witzmann wird auf der 4 jetzt hier ins Ziel kommen. Max Ohninger mit 4 Positionsgewinn auf Position Nummer 5. Jawohl, hat das auch geschafft. 12 Sekunden Vorsprung hat er hier vor dem, ja, einzig verbleibenden Porsche. Der Marc Wittmann hier auch mit auf dem Papier sehr, sehr starken Rennen. 8 Positionsgewinne. Hier wird er auch zufrieden sein. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, jedenfalls. Dann dahinter, ja, Marcel Lang noch mal ein bisschen rangekommen. Hat am Ende noch nicht mehr ganz gereicht. Hier der BMW von Club Racing auf der 7. Oliver Gehler wird sich ärgern, da gleich erste Runde abgeflogen, sonst wäre sicherlich noch ein Tick weiter nach vorne gegangen. Könnte ich mir denken, 35 Sekunden Standzeit, weiß nicht, ob er da, ja, repariert hat vielleicht oder vielleicht auch nicht, weiß man nicht. Auf jeden Fall hier auf der 8. unterwegs. Dann haben wir den Lukas mit seinem, ja, Teamkollegen nicht ganz hinter sich. 4 Sekunden dahinter, er wird hier gleich auf den 9 ins Ziel kommen. Ja, Pierre, Glückwunsch, haben wir gesehen, bisschen rumgerutscht hier und da, ne, eben noch. Da ist noch Noack so ein bisschen rangekommen, aber hat am Ende gereicht. Hast aber deine Chance genutzt, am Anfang gleich am AMG vorbeizugehen. Aber nach 10 Minuten ist er dann doch wieder vorbeigekommen. Und ich denke, viel mehr waren nicht drin. Heute wenigstens, glaube ich, dein bestes Ergebnis. Hatte eben schon erwähnt, glaube 2 dritte Plätze und sonst DNS und nicht mitgefahren. Also heute lief mal wieder deutlich, deutlich besser hier. So, Lukas, jetzt auch offiziell geht's auf die 9. Position ins Ziel. Okay, bisschen was fürs Foto hier wahrscheinlich mit dem Teamkollegen. Lukas Santa auf der 10 im Ferrari. Dann haben wir Christian Brandl ohne Zeit aus dem im Qualifying hier aus der letzten Startreihe gestartet. Kommt als Elfter gleich ins Ziel. Dann haben wir Martin Kraus, der müsste schon durch sein. Auf der 12 lief heute gar nicht gut. Philipp König hier auf der 13. Ben Utzer steht in der Box. Damit fehlt nur noch der Brandl. Da ist er. Und damit sind wir durch mit dem 7. Lauf bei der RLE hier auf dem PC, Liga 1. Und ja, hat sich vorne alles so bewahrheitet, eigentlich, wie wir es fast erwartet haben. Wir gehen mal kurz ins Studio und dann schiebe ich euch mal ein bisschen weiter. So, da sind wir schon wieder. Mal kurz hier ein halbwegs hübsches Bild in den Hintergrund packen. Okay, Server schon off. Egal, gucken wir uns die Boxengasse an. Ja, was für ein Rennen. Viele, viele Unfälle in den ersten Runden. Gleich Urush Raniyo hat uns gleich, glaube ich, 3 Autos erwischt, hatten wir nicht mehr gesehen. Dann haben wir da LeCormp gesehen. Nach der Chemistrate haben sich mal einige Autos ineinander gestapelt, weil sie da mal 3 wide waren. Das war diese relativ wilde Gruppe da hinten vorne. Hier hatten wir zumindest mal kurz ein bisschen Action. Nürnberger gleich mal 1-2 Positionen verloren, erste Runde. Konnte sich dann am Ende wiederholen. Dann, ja, Noack nochmal rangekommen an Pierre Meyer. Gab jetzt keinen Angriff mehr. Ja, viele Autos verloren, muss man leider auch dazu sagen. Hoffen wir mal, dass es nächstes Mal besser wird. Da wird dann aber, ja, Kollege streamen. Ich werde wahrscheinlich wieder Three Ride Racing machen, Multiclass. Mal gucken, wie es da wird. Da sind wir dann ja, wo unterwegs? Auf Suzuka in Japan, genau. Also bin ich immer sehr, sehr gespannt.
So, dann gucken wir mal, wo schiebe ich euch noch hin? Wo schiebe ich euch noch hin? Aber mal wieder zu Creepy Drive gehen. Der ist gerade mitten im Getümmel hier auf Brands Hatch in der Nacht. Da waren wir schon etwas länger nicht. Den gehen wir da mal hin. Würde mich freuen, wenn ihr auch mit drüber raiden würdet. Würde er sich auch, glaube ich, drüber freuen. Auch ein sehr, sehr schneller Fahrer. Seit neuestem Jahr für Rennwelten unterwegs. Wir sehen uns hier auf dem Kanal morgen. Da fahre ich ein bisschen Alpin. Mittwoch sehen wir hier die Dailies. Gucken wir uns 3, vielleicht 4 Rennen an. Donnerstag ist dann auf dem LFM-Kanal Pro Series natürlich wieder. Und am Wochenende habe ich da was? Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall natürlich LFM-Endu haben wir da am Start. Und, ah ja, Racing Quest. Genau, passt das ja, dass wir da zu Creepy Drive rüber raiden. Der ist da ja auch involviert. Ja, danke fürs Zuschauen. War zumindest die erste halbe Stunde relativ spektakulär. Nachher war es ein bisschen entspannter, sage ich mal. Aber auch so kann es mal laufen. Ich danke fürs Zuschauen. Danke für die Raids, für die Abos, für die Follows. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und dann, ja, sehen wir uns morgen um 21 Uhr ungefähr ist das dann. Ja, genau. Und dann gucken wir, was das wird. Macht's gut. Ciao, ciao.